Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi und den zwei Filmbrüdern. Ich bin mal wieder in die Filmsammlung von meinem Bruder Herz Olli gefahren. Moin Olli. Moin Sashi, moin Leute. Hier heute aus der Sascha-Tasse, sein Geschenk von Fehmarn. Ja, und natürlich wieder mit dabei unsere Natti, unser kleines Maskottchen hier, wenn ich bei Olli bin in der Filmsammlung. Genau. Ja, und tatsächlich möchten wir mit Natti heute auch beginnen, bevor sie hier wieder den Flattermann macht und abhuscht. Olli hat nämlich mal was in eigener Sache zu sagen. Ja, also es ist jetzt ein bisschen off-topic, hat nichts mit Film zu tun, aber ich weiß, dass viele von euch Natti auch ins Herz geschlossen haben. Und sie ist halt ein alter Hund mit vielen Krankheiten, muss Tabletten nehmen und so weiter und so fort, hat Krebs. Zum Glück leidet sie momentan noch nicht, weil das werden ganz schlimme Zeiten werden, wenn der Krebs richtig... Ja. Aber im Moment geht es ihr noch gut. Okay, und Natti hat mich darauf hingewiesen, sie hat da auf Facebook eine Seite gefunden. Oh, Natti. Ja, Natti. Die nennt sich Stevies Hunde Senioren Hospiz. Okay. E.V. Ist ein kleines Familienunternehmen. Die kümmern sich um alte, kranke Hunde, wo die Halter und Halterin selbst nicht mehr können, vielleicht schon im Pflegeheim sind. Und oder die Renten sind zu klein, dass sie die medizinische Versorgung und Tierarztbesuche nicht mehr bezahlen können. Und diese Stevie, ja, die will den Hunden halt noch eine letzte würdige Zeit geben. Kümmert sich darum, zahlt das alles, Tierärzte und Medikamente, Spezialfutter. Es geht da also wirklich um alte, kranke Hunde. Und vielleicht möchte ja der ein oder die andere von euch auch helfen. Dann solltet ihr mal schauen auf die Facebook-Seite Stevies Hunde Senioren Hospiz e.V. Ne, falls einem danach ist, das ist eigentlich mal ein Ding in Nattis Sache. Ja. Achso, ich will euch noch was zeigen. Schöne Sache. Natti ist ja auch ein alter Straßenhund, den wir aus Ungarn haben. Und ich wollte sie mal an dem Tag zeigen, als sie hier ankam. Ja. Ganz schön struppig, ganz schön zerzaust. Ja, das weißt du oder wisst ihr, was sie da erlebt hat oder was los war? Fell und Knochen kann man eigentlich nur sagen. Ja. Nee, also was sie wirklich erlebt hat, weiß man ja nicht. Auch das Alter wird nur geschätzt. Die haben uns den ja für Natti für 10 Jahre, aber unsere Tierärztin meint nach Begutachtung, ja, die ist locker 3, 4, vielleicht älter sogar. Ne? Okay. Ja, Mensch, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr tierlieb seid und ihr möchtet da ein bisschen was geben oder machen, geht einfach mal rüber da. Helfen. Kann man in jeglicher Form. In welcher Form auch immer. Finde ich eine schöne Sache. Ja? Jo. Finde ich gut. Und ich baue mal eben das Bühnenbild auf und dann sind wir gleich wieder da. So, und dann machen wir jetzt an dieser Stelle weiter und starten jetzt praktisch in unser heutiges Thema, denn wir haben uns mal wieder überlegt, wir machen heute keine Challenge, wir machen kein Filmjahr. Sondern wir machen einfach Filmcatching, blindes Greifen in die Filmsammlung. Ja, haben wir schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht, kam super an bei euch übrigens. Ja. Und es ist ja so, da ich hier in Ollis Filmsammlung bin, machen wir es so, dass ich in Ollis Filmsammlung blind reingreife, einfach irgendeinen Film, dann stellen wir ihn hier vorne hin und quatschen ein bisschen darüber. Es können durchaus auch Filme sein, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Das geht mir auch so, weil mein gesamter Schandstapel inzwischen im Regal mitsteht. Ja. Und wenn wir da beide einen... Ja, dann reden wir über einen Schandfilm, ne? Ja. Ich habe noch etwas, Olli, für dich. Nämlich in einem Mystery-Paket war noch wieder ein Geschenk für dich. Ich überreiche es dir. Du hast ja im letzten Video auch schon was bekommen. Ja. Hast du von den beiden Filmen schon was gesehen? Ja, den einen habe ich geguckt. Das war dieser Exist. Exist, ja. Mit dem Bigfoot und so. Genau. Ja, hätte man was draus machen können. Das ist aber absolut nicht mein Ding mit dieser Handkamera immer da. Ach, so ein Found-Footage-Film, ja, oder? Ja, genau. Ne? Wie auch hier, was weiß ich. Blair Witch Project. Oder Cloverfield und so. Ja. Kann ich nicht viel mit anfangen. Ansonsten, die Story selber hätte man echt, ja. Hätte man was draus machen können. Die Story ging. Die Schauspieler waren jetzt auch unter aller Sau, ehrlich gesagt. Ja. Also was ich mag solche Filme gar nicht, weil sie regen mich nur auf. Ich bin absolut genervt von Found-Footage-Filmen. Ich kann das nicht ab, wenn immer nur irgendwelche Fragmente gezeigt werden und die Spannung sich dadurch aufbaut, indem immer im Hintergrund irgendjemand sagt, ist da was? War da was? Ja. Hörst du was? Hast du das auch gehört?
Kann ich nicht ab. Das ist wieder durchgehend, auch in diesem Film. Ach, ist genauso. Ja, okay. Ja. Ja, gut. Okay, Olli. Ja, dann hoffen wir mal, was hier drin ist, dass dich das... Ja. Du hast ja noch Top Gun Maverick, war ja, da auch bei? Hast du den schon gesehen? Bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe zu viel anderes in letzter Zeit geguckt. Ja. Naja, gut. Der Winter kommt. In unserem nächsten Video habe ich ihn wahrscheinlich geguckt und kann dann meine Meinung dazu abgeben. Schön. Ja, Olli. Ich überreiche es dir. Jo, danke an den herzlichen Spender. Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt, was da drin ist. Aha. Ah, Olli ist da ganz vorsichtig. Ach so, Outpost. Überleben ist alles. Ja, habe ich viel von gehört. Ist ein Kriegsfilm oder was ist das? Ja, genau. Genau. Taliban, Afghanistan. Ich hole mal eben meine Brille. Ohne Brille wäre das hier heute nichts, Leute. War eingeschlafen jetzt? So eine Filme liebt meine Freundin. Na, siehst du, also siehst du, ja, siehst hat du. Hat dann auf alle Fälle schon mal... Scott Eastwood ist dabei, hier, guck mal. Ja, wer auch immer das ist. Von Clint der Sohn, der Enkel, der Urenkel. Eastwood. Der gute, Clint Eastwood. Der böse, der hässliche. Wer ist denn nur der gute, der böse, der hässliche? Ja, wer ist es dann? Ja, tja, Mensch. Vielen Dank. Ja, ne? Ja. Also, ja, der hört sich schon ganz gut an. Ja, Mensch. Orlando Bloom oder wer ist dabei? Nee. Orlando Bloom ist dabei. Ist dabei. Ja, steht da auch. Nee. So, ich komm mal hin. Warte mal. Können wir nochmal gucken hier. The Outpost, Überleben ist alles. Mit Wendecover, Olli. Ja. Orlando Bloom. Der hat sich aber verändert im Gegensatz zu hier, was er da ist, da der Elbe. Elbe ist ja hier der Fluss, ja, bei uns. Elbe. Da hat er sich auch schon ganz schön gealtert, ne? Ja, Orlando Bloom ist älter geworden über die Jahre. Wie alle. Wie wir alle. Olli wendet für euch direkt vor der Kamera. Ja. Den Flatschen kann man ja auch nicht ertragen. Nee. So sieht das dann ohne aus. Ne? Siehst du. Und das ist Orlando Bloom, der Elb. Der Elb. Der Elb mit dem seidenfeinen Haar. Help me. Hier sieht er ein bisschen anders aus. Hilf mir. Wo kommt das denn her? Die Fliege, original. Die Fliege, stimmt. Die ist schwarz-weiß, ne? Nee, der zweite Teil von... Die Rückkehr der Fliege. Der ist schwarz-weiß. Ja. Aber der erste Teil, der ist in Farbe. Ja, viel Spaß mit dem Film. Danke. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Jo. Ich nehme die Zuschauer jetzt mal mit. Also wie gesagt, ja, das kann auch ruhig eine Box sein oder sonst was. Das ist egal, Olli. Ja? Ich bewege mich jetzt einfach hier blind in deine Sammlung. Ja. Was ist das denn hier unten? Keine Ahnung. Der hier ist es. Was ist das denn? Ist das das Jahr des Drachen? Der Tanz des Drachen. Der Tanz, ja, das ist ein alter 80er Karateperle. Na Mensch, da werden wir jetzt mal rangehen an die Karateperle der 80er. Bruce Leroy. Der Tanz der Drachen. Des Drachen. Ja. Also habe ich jetzt. Der Film mit den Top Music Hits, ja, von Stevie Wonder und Co. Ist ein typischer 80er. Ja, wo hast du den denn her? Ja, den habe ich schon lange jetzt. Ja. Ja. Und ich habe den aber noch. Das nicht war ja nicht die Frage, wie lange du ihn hast, sondern woher du ihn hast. Den habe ich, ich muss lügen, aber ich glaube Mediamarkt hier im Buchs. Hier im Buchs. Ja. Hier im Buchs? Im Mediamarkt. Im Buchsbusch. Buchsbaum. Ja, das ja, war zu der Zeit, wo ich auch für dein Mystery, da, wo man dann immer so einem Dreizahl 2, ja, weiß. Ja. Darum habe ich auch, konnte ich auch so viele dann umsonst mitnehmen in dem Sinne. Ja, und das Ding ist schön unterhaltsam wahrscheinlich. Also für mich ist, sieht das ja wieder, ja, sehr geil aus. Das ist aus. Mal wieder ein richtiger Tipp von mir für dich, ja, unter Brüdern. Mhm. Du weißt ja, meine Tipps sind immer gut. Deine Tipps sind gut. Richtiger 80er, Atmosphäre 80er, Musik 80er und er ist halt auch so ein Karate-Verrückter, ja, der sich da rumholzt und knäulst und... Ja. Er kann nachher auch sogar noch vor Terminator 3... konnte er schon ein Geschoss mit den Zähnen aufhalten. Ach! Ja. Also ist es denn doch eher so eine Karate-Komödie? So ein bisschen auf witzig gemacht? Ein bisschen auf witzig, ein bisschen Fantasy.
Ab wie vielen Jahren ist der denn so frei? Ich sehe Einflüsse von Big Trouble in Little China. 16. Ein 16er hat er. Ja, sieht ja geil aus, ne? Ja, der macht auch echt Spaß, der Film. Ja? Muss ich echt sagen. Ja. Der Tanz des Drachen. Noch nie von gehört, Leute. Habt ihr davon schon mal gehört? Also. Ja, kann man mal gucken, so eine kleine Perle für zwischendurch. Lief damals bei uns im Stammkino. Waren wir wie jeden Sonntag da. Ja. Hast du ihn denn, seitdem du ihn gekauft hast, auch mal geguckt hier, heimkinomäßig, oder? Nee, hier jetzt noch nicht. Noch nicht. Zuletzt auf VHS. Ja. Das weiß ich noch. Okay. Das ist ja dann auch schon etwas länger. Das ist schon ein bisschen her, ja. Ja, also Tanz. Des Drachen. Ich kann jetzt, bin da überhaupt nicht so jetzt weiter informiert. Nee. Und wegen Schauspieler und so. Nee. Ich kann sie ja mal vorlesen. Vielleicht fällt uns ja ein bekannter Name ein. Und zwar ist dabei Stering, Taimak, Julius C. Carey 3, Chris Murney, Lee Orbien O'Brien, Feis Prinz und Glenn Eaton. Hört sich hochkarätig an. Wahrscheinlich aus der Bronx, so eine Rapper-Gang oder keine. Sehr gut. Also, absoluter Geheimtipp gleich zum Anfang ja, hier. Ja, also das sage ja, ich. Ja, ja. Absolut. Also, ich empfehle jeden, der ihn nicht kennt. Ja. Und der auch auf dieses... Dieses Genre steht und diese Atmosphäre ja, und wahrscheinlich, du oder? Du ja auch auf diesem Charakter. Völlig, völlig, völlig. Ich mag das und gerne. Darum sage ich dir, der ist hundertprozentig. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Olli. Ja, Mensch, ich würde sagen, die Filme legen wir mal an die Seite, ja. Weil einsortieren will ich sie jetzt nicht noch wieder blind. Und ja. Würde jetzt zum nächsten Film übergehen schon. Ja, mach ja. Das ruhig. Das können wir ja hier alles mal so ganz knapp abfrühstücken. Ne? So, jetzt gehe ich mal auf diese Seite, auch ganz blind. Und dann ist es der hier. Flammendes Inferno. Flammendes hast du mir den geschenkt? Erdbeben hast du mir geschenkt. Genau. Flammendes Inferno? Habe ich den in irgendeinem anderen Mystery-Paket gehabt, sag mal? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, hochkarätig ja, besetzt, also ein absoluter Klassiker. Im Gegensatz zu Tanz des Drachen ist das jetzt wirklich ein hochkarätiger Gast. Oh, gleich gegen den Tisch gestoßen. Ja, Flammendes Inferno, einer der besten Katastrophenfilme aller Zeiten, steht hinten auch drauf. Unglaubliche Star Power an Bord. 165 Minuten, für damalige Verhältnisse ein wahres Epos. Ja. Ja. Ich meine, 165 Minuten ist heutzutage schon zu viel für mich im Kino. Ja, obwohl, wenn man an die Filme der 50er und 60er denkt, da waren das auch Durchschnittszeiten, ne? Naja, gut. So diese ganzen... Diese großen, ja, meinst du, diese Mammutfilme, ne? Teilfilme da. Ja, ja. Ja, Flammendes Inferno ist auch, also der Film macht auch Spaß. Hast du Erinnerungen an den noch aus der Kindheit, Jugend irgendwie? Im Kino mal gesehen oder so? Nee, im Kino, das war, glaube ich, zu früh für mich. Ja. Aber ich hatte aus der Bravo das Poster, das Kinoposter. Das, was vorne drauf ist? Ja, das war in der Bravo ja. Damals. Ja. Und wir haben ja ziemlich früh in der Bravo geblättert, schon mit 8, 9 oder so. Na. Ja, ja. Und das weiß ich nämlich noch. Das war eins meiner ersten Poster, zusammen mit dem Bravo-Poster von King Kong 76. Geil. Wo er mit beiden Beinen auf dem World Trade Center steht. Auf jedem Jet in der Hand. Auf jedem so. Turm ein Bein, ne? Ja, glaube ich. Ja. Ja, und das waren meine ersten Bravo-Poster, die ich an der Wand hatte. Ja. Den Film habe ich selber erst viel, viel später gesehen. Und dann auf Video oder Fernsehen, weißt du das noch? Ich glaube sogar im Fernsehen, ey. Ja. Ja. Gut, wir haben hier natürlich wieder eine Warner Blu-ray. Ja. Warner, die das gut machen mit den Original-Kinomotiven vorne drauf. Auf den, hier, auf dem Cover, das Plakat, das Original. Aber die es nicht hinkriegen, da den Flatschen wegzunehmen. In Form eines Wendecovers, ist leider so. Bei Warner. Und da spielen natürlich unglaublich viele Leute mit. Ich kann euch ja nochmal vorlesen hier, neben denen, die ich eben genannt habe. William Holden ist dabei. Fred Astaire ist dabei. Das ist so klein, ne? O.J. Simpson ist dabei. O.J. Simpson. Nordberg. Ja. Aus Nackte Kanone. Genau. Ist dabei. Robert Thorne ist dabei. Robert Wagner ist dabei. Richard Chamberlain ist dabei. Wahnsinn. Ja. Und das sind natürlich so Cover, ne? Die finde ich so geil, ne? Wie diese alten Kinoplakate, die wirklich damals in den Kinos hingen. Ja. Gezeichnet. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an das Plakat von Poseidon Inferno, nur mit Flammen.
Bei Poseidon Inferno ist das auch so, dann wäre das hier das Schiff und das hier dieses ganze Wasser. Sachen gut. Sachen gibt's gar nicht. Das wäre jetzt wieder was für eine Challenge gewesen. Flammendes Inferno. Ja. Klassiker. Ja, mehr Klassiker wahrscheinlich als der Tanz des Drachen. Aber das ist wahrscheinlich so eine B-Perle. Tanz des Drachen. Tanz des Drachen, Sascha. Merk dir diese Worte. Wirklich. Und ich verarsche dich nicht. Ja. Ein sehr geiler Film. Du wirst ihn gut finden. Ja, glaube ich dir. Ich bin ja auch so ein Fan von sowas. Ne? Ja. Der Tanz des Drachen. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt mal wieder hier rüber und dann gehen wir heute mal ans obere Regal. Nee, das sind nur CDs. Ach, das sind nur CDs. Hier bin ich richtig? Hier drüben so? Ah, da. Dann haben wir jetzt den hier. Planet Terror. Hatten wir den nicht auch schon mal? Ja, hatten wir natürlich auch schon mal. Ne? Planet Terror können wir ja nochmal... Robert Rodriguez? Ja. Robert, können wir nochmal drüber reden, weil gibt ja auch viele Fans davon, ne? Hab ich mal gesehen, glaube ich, ja, da ansatzweise. Ich kann mich erinnern, ich glaube, in irgendeiner Challenge kam. Haben wir mal, genau. Und irgendeiner hat dann auch noch kommentiert, weil ich meinte im Video, Zombies, das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Okay. So richtig böse hat sich das gelesen. Ja, ja, aber das waren wahrscheinlich ja. Fanboy, ne? Fanboys ja. Sind ja angeekelt. Ja, ich habe gesehen, der eine hat auch ziemlich boshaft auf John Wayne. Ja, John Wayne, also das ist schon, da habe ich gleich wieder volle Breitseite gekriegt, weil ich sage, ich finde John Wayne jetzt nicht so klasse. Nee, der ist ja auch stinkend langweilig. Tut mir leid, das ist halt Geschmack, da kann ich doch nichts für, Leute. Na gut. Ich akzeptiere ja auch die Meinung, wenn jemand sagt, John Wayne ist für mich der Darsteller, der Beste aller Zeiten, ist mein absoluter Liebling. Was soll ich denn dagegen sagen? Dann ist das so. Ja. Das ist doch, jedem selbst überlassen. Ja, eben. Ich kann mit ihm halt nichts anfangen. Hier spielt John Wayne jetzt nicht mit. Nee, aber zum Beispiel Bruce Willis. Ja. Und wie heißt sie noch? Ist das Rose McGowan? Ist sie das? Josh Brolin. Josh Brolin ist auch wieder dabei. Rose McGowan. Ja, Gowan. Freddy Rodriguez. Michael Biehn. Ja, so wird der. Alter, ne? 80er-Held. Ja, das ist doch dieser Film Planet Terror, der lief im Double zusammen mit Death Proof, ne? Glaube, in diesem Grindhouse. Du bist gleich ja, weg. Ja, wo ich der Meinung bin. Ich gleich ein, ja. Grindhouse-Projekt, da sind die Filme umfangreicher, länger. Ja, weil sie im Doppel laufen, oder wie? Oder warum von der Laufzeit pro Film her, was meinst du? Ja, ja, da sind mehr Szenen drin. Ach. Warum das so ist? Die sind ja extra auf schmuddelig gemacht, oder? Ja, so mit Filmrissfehlern und so, oder? Ja, ja. Ich meine, der hier ist auch ganz geil, finde ich. Ja. Sie hat dann noch so ein Maschinengewehr, oder was ist das so? Anstelle von so einem Bein, ne? Genau, wo sie, es geht ja auch innerhalb kürzester Zeit, amputiert sich ihr Bein, dann hat sie gleich einen Aufsatz mit einem Maschinengewehr. Das macht Ash ja aber auch mit seinem Arm in Tanz der Teufel 2, ja, ne? Ja, natürlich. Andere liegen erstmal 6 Wochen im Krankenhaus, nachdem sie ein Bein hat. Nein, nicht an diesem Film. Die sollen sich nicht alle so anstellen heutzutage. Ich meine, der ist ziemlich, also sapschig und glitschig. Ja. Und macht auch Spaß, wirklich. Also tatsächlich ist es so, von den beiden habe ich Death Proof mal probiert. Ja, mit Kurt Russell als dieser Fahrer. Genau, Kurt Russell als dieser Fahrer. Aber da merkst du, das ist wieder ein typischer Tarantino. Ja. Und das ist ein Rodriguez. Okay. Ja. Die Unterschiede merkst du immer wieder. Merkst du sofort. Ja. Weil ich bin nicht über die Szene in dieser Bar hinweggekommen, wo die ganze Zeit die Frauen quatschen über... Die Küken da... Ja, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Wir müssen 90 Minuten vollkriegen. So, okay. Gut. Planet Terror... Gut, Olli. Ja, ich gehe wieder zum Regal, oder? Das geht aber schnell hier. Ja, heute handeln wir schnell ab. Wir wollen auch ein paar Filme rumkriegen hier, ne? Du? Ja, ja. Ja. So. Oh, da habe ich einen alten Schnapper in der Hand gehabt. Und was für ein? Eraser. Arnie. Olli, da waren wir zusammen im Kino. Da waren wir noch zusammen im Kino. Es ist ultra lange her. Welcher Film war der letzte, den wir beide im Kino gesehen haben? War das dieser James-Bond-Film? Nee, ich bin der Meinung, das war Episode 8 Star Wars. Die letzten Jedi. Ja. Ja. So war's. Die letzten Jedi. Und hier kann ich mich richtig gut dran erinnern. Ich auch.
weil das für mich ein unglaubliches Kinoerlebnis war. Ja. Arnold in einem seiner besten Filme, wie ich finde. Ja, natürlich. Obwohl das langsam schon an seinem Ausufern der Karriere... Ja, genau, ne? Genau. Und genau deswegen hat es mich so überrascht, dass das nochmal so frisch gewirkt hat damals. Und der war auch richtig geil, oder ist richtig geil. Immer noch, Film. Immer noch. Ne? Also... Alleine die Idee mit diesen Waffen und die da durch die Häuser gehen und durch Metall gucken können und durch Wände und... Aber ich glaube, der war auch nicht mehr ganz so erfolgreich. Nee. Danach kam dann True Lies, glaube ich, ne? Der war dann nochmal wieder erfolgreich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, kam der davor oder danach? Nee, ich glaube, True Lies ist von 94. Ja, das und der? 93er. Das sind 93er. Ja. Von Warner übrigens, der Schnapper. Ja. Ja. Von Warner. Ja, Hammerfilm. Ja. Ich mag das gerne. Vanessa Williams ist dabei. James Coburn? Ja. Ellen Silvestri hat die Musik gemacht. Sehr, sehr bombastisch für diesen Film. Tolle Action-Szenen dabei. Und wie ich finde, ein richtig cooler Arnold. Nein, nicht James Coburn, James Caan. James Caan? Ja. Er spielt auch seinen hinterhältigen Boss. Ach ja, der spielt den Boss, der ihn reinlegt am Ende. James Coburn steht hier. Der spielt dann aber noch einen anderen. James Caan ist ja sein Widersacher, der, mit dem er am Ende auf diesem Container kämpft obendrauf, im Hafen. Ganz genau, aber das ist ja auch gleichzeitig sein Ausbilder gewesen. Genau, so. Genau. Er denkt, das ist sein Kumpel. Ja, James Coburn. Ist denn Coburn sein Boss oder so Oberboss vielleicht? Der Oberboss von dieser Einheit. Ich glaube, ja. Ich finde völlig unterschätzt, der Film. Eraser. Ja, finde ich auch. Also wirklich einer der guten. Ja, also, wird auch fast nie genannt, wenn man sagt, ich wollte gerade sagen, der guten Arnis, aber ich überlege gerade, welches ein schlechter Arnis ist. Ja, fällt mir jetzt auch keiner ein. Nee. Wirklich nicht. Wüsste ich nicht. Ein schlechter Arni. Nee. Herkules in New York vielleicht? Warum ist der nun unbedingt? Das schlecht? Weiß man nicht, ne? Also der hat diesen Trash-Faktor, wie ich finde. Trotzdem sehe ich ihn gern. Genau. Ja. Ja, Eraser. Ja. Und danach kam dann, wie gesagt, True Lies, dann ging es ja langsam bergab. Dann kam noch mal irgendwann The Sixth Day. Der ist noch Hammer. Den finde ich auch sehr gut. Da hat man schon gar nicht mehr gedacht, dass das noch ein richtiger Arni nochmal. Ja. Aber war es ja dann. Ja. Danach kam ja auch noch Terminator 3, 2004, glaube ich. Ja. Der ja auch, ich der Meinung bin, total unterschätzt ist. Ja, bin ich auch. Weil ich liebe Terminator 3. Ja. Also ich wurde selten in einem Film... So kurzweilig, so gut unterhalten. Ja. Ey. Und was für geile Action-Szenen hat er auch an Bord mit dieser Kranverfolgung. Also das ist heftig, ey. Die haben da den ganzen Straßenzug gebaut für. Arni hat, glaube ich, sogar aus seinem Privatvermögen Geld zugesteuert, damit diese Szene zu Ende gedreht werden konnte. Genau. Weil sie teurer wurde. Und wie gesagt, der geht auch nicht so lange wie 1 und 2. Ja. Also schnell erzählt. Ja, schnell erzählt. Und das sind bei vielen dritten Teilen, die werden immer so unterschätzt. Mhm. Da fällt mir nur ein Jurassic Park. Park wird immer niedergemacht, der dritte Teil. Halloween obwohl 3. Das schnell erzählte Unterhaltung ist. Halloween 3 für mich einer der besten Teile des Franchises. Alien 3 wird auch. Alien 3. Obwohl der wirklich geil ist. David Fincher. Ja. Der im Übrigen auch bei mir, das ist so ein typischer Film, der auch über die Jahre völlig gewachsen ist bei mir. Völlig gewachsen. Ja, bei mir auch. Echt. Ich mag das. Vor allen Dingen ist das der Director's Cut, ne? Ja, der geht ja noch viel länger. Mit dem Anfang, mit den komischen Viechern, wo sie Kisten holen aus dem Schiff. Ein paar witzige CGI-Effekte sind auch drin mit irgendwelchen Krokodilen, glaube ich, ne? Wo Arnold kämpft, glaube ich, gegen Krokodile und ringt mit denen im Wasser, ne? Obwohl ich frage mich, ist das CGI oder ist das Stop-Motion? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das, das ist Stop-Motion sogar, ja. Also, was ich natürlich auch zu dieser Edition sagen muss, viele verteufeln sie. Ich werde immer mehr Fan von diesen alten Schnappern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja? Das waren somit die ersten DVDs, die man... Ja. So, und dann gab es noch diese ganz schmalen aus Plexiglas, glaube ich, oder was das ist. Also, das ist so eine Filmempfehlung. Ja. Kann ich nur für jeden, der das noch nicht gesehen hat, Arnold-Fan ist oder Action-Fan, der muss Eraser gucken. Absolut. Toll. James Coburn und James Caan. Ja, und Vanessa Williams. Genau. Die auch ganz hübsch ist. Genau. Dürfen wir das sagen, ohne jetzt nochmal zu sagen, dass sie auch intelligent ist? Ja, okay. Und schwarz ist sie auch. Genau. Also, ja, alles passt. Ne? So, weiter geht's. Jetzt gehe ich wieder hier rüber. Ja, Mensch. Habe ich gestern geguckt erst. Nein. Tatsächlich mit meiner Familie. Ich die mal,
Erst haben sie gedacht, naja gut, reden wir gleich drüber. Staplerfahrer Klaus. Nimm mal kurz, ja. ich muss mich ausjustieren. Hatten wir allerdings schon in einer Challenge. Genau, in einer Challenge hatten wir das. Das war, ich glaube, Farbe Gelb. Genau. Das Cover. Genau. Farbe Gelb. Und der gute rote Saft fließt hier auch gerade zum Ende hin. Ja, der geht ja nur nicht mal eine Viertelstunde, der Film. 10 Minuten, glaube ich sogar nur, ne? Ja, oder? Glaube, 11, 12 Minuten. Der Film geht 39 und das Bonusmaterial geht 75 Minuten. Ja, ist aber sehr interessant, weil das in der Firma hier in der Nähe gedreht wurde. Echt? Buchholz in der Nordheide. Ach, Buchholz in der Nordheide. Das ist gleich um die Ecke. Ja. Und die Fratzen sind doch alle geil. Hammer. Drauf, ne? Ja, es ist gedreht wie ein Film für Sicherheitsbeauftragte. Ja, so ein Lehrfilm. Wie so ein Lehrfilm. Ne? Es ist auch diese Stimme aus dieser Verkehrssendung früher immer, der siebte Sinn. Ja. Der in den 70ern und 80ern lief. Genau. Und da war ja diese eindringliche Stimme, die jeder im Kopf hatte. Genau. Und genau die Stimme erzählt das auch hier. Ja. Genau auf die Art wie genau. In einem Lehrfilm. Und das beginnt ganz normal. Ja. Klaus beginnt seinen ersten Tag als Gabelstaplerfahrer. Hat die Prüfung bestanden. Genau. Und das wird immer blutiger von Minute zu Minute. Erst fehlen dem einen die Arme, dann die Beine, dann wird einer gezweiteilt, dann kippt einer so auseinander. Ja, das ist echt lustig gemacht, ey. Hammer. Wie gesagt, aber schon wieder so übertrieben, dass er auch eine 16er Freigabe hat. Obwohl es natürlich Gore ist. Ne? Ja, ja. Das Ding war aber, glaube ich, war das nicht auch mal eine 18er Freigabe? Ja, das ich wüsste. Also es war tatsächlich so, dass ich das darüber gestolpert bin. Auf YouTube, glaube ich sogar, läuft das Ding. Ja. Und dann habe ich das angemacht und meine Frau steht eigentlich überhaupt nicht auf sowas. Und ich habe gesagt, ja, nun guck dir das mal an. Und dann saß sie da, völlig gelangweilt. Am Ende hat die da gesessen und fast Tränen gelacht darüber. Tränen gelacht. Vor allen Dingen, das sind ja alles so Laiendarsteller. Ja, ja, und die machen das so geil. Ja. Das kann ich nur wirklich sagen. Ultra cool. Gabelstaplerfahrer. Gehälfte praktisch. Fällt ihm noch die Glocke auf. Ja. Aua. Herrlich. Herrlich. Der andere, dem... Das Messer von oben rein in den Kopf. Alle gehen zum Mittagmahlzeit. Ja, er torkelt wie so ein Zombie hinterher. Mahlzeit, bitte. Ja, für alle zu empfehlen, die mal eben 10 Minuten Zeit haben. Ja. Und ausgelöst alles durch eine Szene, wie sie heute nicht mehr gedreht würde, Ach. Ja, dadurch, dass er ja der Sekretärin hinterher pfeift. Stimmt. Ja. Er pfeift der Sekretärin hinterher, weil er sie cool findet. Tatsächlich gab es mal Frauen, die das sogar als Kompliment aufgefasst haben. Heute ist das eine Beleidigung. Ja. Und Sexismus. Viele Frauen wollen halt keine Bestätigung mehr. Okay, kriegt ihr auch dann nicht. Weiter geht's. Wo war ich jetzt eben? Da warst du eben auch. Hier war ich eben auch? Nee, da nicht. Da nicht. Dann gehen wir an den hier. Beyond Reanimator, der dritte. Ja, den habe ich auch vor ein paar Wochen gesehen sogar. Beyond, der dritte. Spielt im Knast. Genau, er ist im Knast und macht seine Experimente da weiter. Okay. Ja, kann man sagen. Ungekürzte Fassung in einer sehr komischen, was ist denn das, EMS? Wo hast du die her? Flohmarkt. Reanimator. Schon ziemliche... Ich weiß gar nicht, ob das der dritte oder vierte Teil ist. Ich glaube, der dritte ist es. Ja. Der erste ist ja... Den ersten, der ist sehr gut. Den zweiten, das war mein Fehlkauf damals. Bride of Reanimator. Die leere Hülle für 75 Mark. Da hat Olli eine leere Hülle in so einem kleinen DVD-Shop gekauft in Hamburg. Wandsbecker Marktstraße. Haben wir schon mal erzählt. Haben wir schon mal erzählt. Aber vielleicht sind welche dabei, die es nicht gehört haben. Wo es so geregnet hat. Es hat geregnet. Es war ein Chaos-Tag. Olli und ich da, glaube ich, 1,5 Stunden hingefahren. Aquaplaning auf der Straße, waren dann endlich in diesem kleinen Laden, der war nicht größer als dieser Raum, glaube ich. Ja. Olli hat sich 2 Filme geholt. Ja. Story of Ricky und Reanimator. Genau, beides aus der Red Edition. Fahren nach Hause, damals noch horrende Preise dafür bezahlt. 75 Mark pro Stück. Pro Stück. Sind zu Hause noch im Auto, wo Olli gerade den Schlüssel ausgemacht hat, macht die Hülle auf. Leer. Also die waren noch eingeschweißt. Die waren noch eingeschweißt. Sagen, ne? Darum habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich werde nie seinen Blick vergessen. Ja. Die Augen wurden immer größer und du hast gesehen, wie das hier und da pulsiert. Ja, und mir ist richtig die Farbe aus dem Gesicht gefallen. Ja. Das hätte man sehen müssen, wie ich auf mal wie ein Weißer aussehe.
Wie kannst du nur? Kalkweiß, wirklich. Wie kannst du nur? Das ist so, als wenn ihr das Gefühl habt, kennt ihr das? Oh, mein Portemonnaie mit 1000 Euro, ist weg, habe ich verloren. Ja. Oder ich habe mein Handy verloren. Oder so, dieses Gefühl im ersten Moment. Ne? Du alterst 10 Jahre. Ja. Ich habe mich so gefreut auf den Film. Bride of Reanimator. Genau, der zweite war das. Ja, und dann war die Hölle leer. Ja. Ja, ich glaube, ein Jahr später habe ich den dann nochmal anders gekriegt. Aber ich hatte ihn nachher noch. Was hältst du von der Reihe oder jetzt auch von diesem dritten Film ja, hier? Ja, ich finde die Filme auch nicht schlecht. Ja. Ey. Das ist ja so wie Bruce Campbell hier bei Dings. Ist er ja der typische, Tanz der Teufel, ne? Ja, wie heißt er hier noch? Er ist eigentlich auch berühmt. Herbert? Ja, nee. West. Ja. Herbert ja, West. Herbert West ist seine Filmrolle. Ja. Ich habe jetzt seinen richtigen Namen vergessen. Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, da haben wir ihn. H.P. Ja. Lovecraft. Ja. Der ist ja für diese Filme bekannt, für die, wie halt Ash für Dings. Also. Der Schauspieler meinst ja, du? Ja. Ja, ist ja eine Ikone. Spielt auch in Frighteners mit. Ja, als FBI-Agent oder irgendwie. Ja. Habe ich auch gerade gesehen, habe ich mich gefragt, warum der ab 18 frei ist, immer noch nach wie vor. Ja, wirklich. Ey. Nach wie vor frei. Hatten wir ja auch beim FSK-Wahnsinn. Hatten wir auch, ja. Ja, aber der, ich meine, der macht auch Spaß. Also ich finde jetzt nicht nur, weil der neuer ist oder so, dass er scheiße ist. Ist auch ziemlich blutig. Im Gefängnis, lustige Szenen dabei. Ist ja auch immer so ein bisschen Humor bei diesem. Immer, Film, ne? Immer. Ja, Reanimator hat das auch, ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das abweicht von der literarischen Vorlage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Von Lovecraft habe ich nicht viel gelesen. Ne? Und da haben wir dann die bedruckte DVD, Leute. Ja. Ja. Reanimator war für mich nie eine Serie, wo ich sage, boah, muss ich unbedingt haben und immer wieder gucken. Das reicht mir tatsächlich, jeden Film mal so alle paar Jahre zu gucken, aber ja, ist nie an die Großen rangekommen für mich. Weiß ich nicht warum. Kann ich euch nicht sagen. Obwohl abwechslungsreicher als Halloween-Filme. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Abwechslungsreicher als Halloween-Filme sind sie und auch wesentlich blutiger. Ja. Wenn ich da an einige Halloween-Filme denke, Teil 5, Teil 4, kann nicht nachvollziehen, warum die diese Filme so eine große Fanschaft haben. Ich werde es auch nie erfahren, weil es mir nie einer schreibt in die Kommentare. Ich gebe euch immer so ein Häppchen hin. Ja, warum ist denn das so? Und dann kriege ich zurück, ja, ist halt gut. Ist halt gut. Ja, gut. Gut, Leute. Kommen wir zum nächsten Film. Und jetzt ziehe ich gleich Halloween 4. Das will ich nicht hoffen. Nee, in dem Regal nicht. In dem Regal nicht? Ja. Ja. Aber da müssen wir, glaube ich, wir haben oft über das Imperium schlägt zurück gesprochen hier. Ollis absoluter Lieblingsfilm, ne, Olli? Ja. Immer noch. Ja, wir wissen ja auch hier, ne, ihr wisst es ja, hier seine Wand. Ne, wir haben da ja mal ein Video drüber gedreht, über Ollis Filmsammlung. Ja, Olli, dein absoluter Lieblingsfilm. Ja, ist es. Nach wie vor, das Imperium schlägt zurück. Ja, ist es immer noch. Okay, gut, dann legen wir ihn mal hin da. Jetzt ziehe ich den nächsten. Oh. Ja. Nehmen wir den. Die Passion Christi. Oha, harter Stoff. Schwerer Tobak. Schwerer Tobak, den man wirklich schwer ertragen kann, ne? Ja. Olli kann alles ertragen. Ein Mel Gibson-Film. Ja, für Olli ist das nichts. Erinnert mich an Alexander Delarge. Ach, Uhrwerk Orange. Wo er die Bibel liest und er sieht sich doch da auch als der ja, auspeitscht. Ja. Und daran erinnert dich der Film ja, immer. Ja, immer wenn er gerade gefoltert wird. Ja. Muss ich daran denken, wie Alex daran denkt. Ja. Dass er eigentlich auch zu dem gehören würde. Ja, ich muss natürlich sagen, der Film ist natürlich komplett anders als diese Bibelverfilmung der 50er Jahre und 60er Jahre. Das kann man sagen. Ja, wo es ja auch oft um die Kreuzigung ging von Jesus Christus. Und wahrscheinlich, wenn man die Realität sieht, wird es wahrscheinlich eher so gewesen sein wie in diesem Film. Vor allen Dingen die Sprache ist ja auch die ganze Zeit dieses Althebräisch oder was. Ja, das wollte Mel Gibson ja tatsächlich so nah machen, wie es geht. Am Original. Und irgendwie nach diesem Film kam natürlich auch gegen Mel Gibson so eine Art Keule auf. Ja. Die wollten ihm ja damals auch Antisemitismus unterstellen, weil er ja praktisch denen die Schuld für den Tod von Jesus gegeben hat. Ja. Ja. Aber so ist es wirklich düster, der Film, muss man schon sagen.
Also jetzt keine Einlagen wie bei Leben des Brian oder so. Und die Folterszenen sind auch wirklich heftig, muss man schon natürlich sagen. Natürlich, natürlich. Also das Blut fließt, ne? Ja. Ja, zum Thema Kirche. Ich weiß, wenn ich da jetzt eine Diskussion mit dir anstoßen würde, wird das hier richtig abgehen in einer Minute. Warum? Oder nicht? Ja, inwiefern ist das für dich glaubhaft, die Bibel, die Geschichte? Jo. Also die Kirche an sich, katholische Kirche, evangelische Kirche? Nee, Kirche geht gar nicht. Okay. Aber die Bibel und die Geschichten, ja. Ich meine, da kommt immer mehr so raus die letzten Jahre. Ja. Das hätte wirklich sein können, zum ja. Beispiel. Genau. Ob es die Flut war da oder... Ja. Na. Ja. Aber die Kirche selber brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach nur... Ja. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ja, das glaube ich Was auch. Das ist. Aber so religiöser Kram hat mich schon immer interessiert. Ja. Deswegen ja auch wahrscheinlich bei Indie dein Interesse, so Heiliger Gral, Bundeslade ja, und, ne? Auch Vermächtnis der Tempelritter. Tempelritter. Und, wie gesagt, und auch anderer religiöser Kram. Ich stehe auch auf die alten Schinken aus den 50er, mag 60er. Mag ich auch. Ich mag die Atmosphäre dieser Filme, mag ich gerne. Wie alle hießen da, ne? Also ich glaube ja immer hinter allem, selbst wenn man denkt, es ist nur eine Geschichte, steckt irgendwo ein wahrer Kern. Es muss ja nicht genau so stattgefunden haben, wie es da steht, aber... Ja. Ne, es kann Ich glaube jetzt natürlich nicht, dass das so, wie es in der Bibel dargestellt ist, so tatsächlich ist, dass man über Wasser wandeln kann und dies und das. Nee, das ist... Es gibt ja strenggläubige Glauben daran, sagen aber, man ist Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, eventuell, die Menschen waren nie auf dem Mond. Ja, so ist das. Wo ist der Unterschied? Obwohl die wirklich Gläubigen, es gibt da so, auch im Christentum so Richtung, die glauben auch nicht, dass der Mensch auf dem Mond war. Ja. Weil die glauben ja an die flache Erde mit der Kuppel. Ach so, das Ding, ja. Und die Kuppel, da kommt ja nichts durch. Weder rein noch raus. Mhm. Ach, ja, bevor das jetzt hier, ach ja, abdriftet. Nee, gut, ich muss sagen dazu, ich habe noch diesen anderen, Apokalypto. Der ist ja auch von Mel Gibson. Ja, und auch die ganze Zeit in Altmaja. Ja, und, genau. Ne, also, eine Zeit lang war Mel Gibson ja mal auf diesem Trip. Ja, genau. Ne? Ja. Ja, Passion Christi. Könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Eben. Hast du dir gekauft neu oder damals irgendwie flohmarktmäßig, weißt du das noch? Kann ich mich nicht erinnern. Kannst du dich nicht mehr erinnern. Okay. Gut, Leute. Geht wieder los hier. King Kong, Peter Jackson. Ja. Ja. Das war ein Fehlgriff. Ich habe echt gedacht, ich habe den 33er in der Hand. Weißt. Könnte man tatsächlich drauf kommen, ja. Wenn man das Cover sieht. Genau. Ja. Habe mich zu schnell, ich dachte nur, oh geil, endlich hast du ihn mal. Ja. Aber dann war es doch nicht. King Kong, Peter Jackson. Der ja hier im Gegensatz zu dem 76er King Kong wieder darauf baut, das Ganze zurückzuverlegen in der Zeit. Genau, genau. Allerdings mit der Tricktechnik dieser Zeit und nicht der 30er Jahre. Ja. Na? So. Ja. Ich habe den auch gehabt, genau in der Edition. Und ihr hört schon gehabt, weil das war für mich Murks. Das ist gar nichts für mich gewesen. Also wenn ich, das habe ich letztes Mal erst gesagt in dem Video, wenn ich das sehen möchte, wie sich... Viecher wie so ein Riesengorilla oder Saurier miteinander beulen, dann gucke ich mir die alten Godzilla-Filme an, wo zwei Menschen in Gummianzügen sind. Und dann möchte ich das nicht sehen wie hier, wo King Kong sich da 10 Minuten beult mit irgendeinem Drachen oder sonst was. Saurier. Von Liane zu Liane schwingt. Über irgendwelche Abgründe. Und das Ganze die ganze Zeit nur aus dem Rechner. Ja, damals, also ich sag mal, bei diesem Film, da sieht man dieses CGI auch richtig. Leider. Das ist wieder richtig schlecht. Ich bin bis heute fasziniert immer noch von der Herr der Ringe, die Filme. Ne? Ja. Also was die damals, und das ist ja auch über 20 Jahre ja. her, seit die damit... Hammer. Ganze Welten. Und das war wirklich gut gemacht, ja, muss ich sagen. Das war gut gemacht. Zur selben Zeit liefen die Prequels von Star Wars. Mhm. Und da, ich fand, das war echt ein Unterschied. Ey. Völlig. Also das hat Herr der Ringe 100-mal besser gemacht. Aber wirklich, ey. Ja. Ja, und der ist ja noch ein paar Jahre davon. Wann ist denn der überhaupt? 2005, 2006? 2005? Ja, da fand ich es dann schon wieder extrem schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja.
Ja. Fand ich auch. Und tatsächlich habe ich letztes Mal gesehen Ausschnitte aus dem neuesten Jurassic World. Ich weiß nicht, ob es ein Trailer war oder es war eine Filmbesprechung oder es waren wirklich Leute im Jahr 2021, 22, weiß ich nicht, wann war denn der letzte? Es waren solche schlechten Tricks. Ich meine, wer kann es mir denn da verübeln, wenn ich sage, das langweilt mich, das finde ich echt schlecht. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wann das losging. Mit CGI. Also, den richtigen Boom hat ja der Jurassic Park 1993 damit ausgelöst. Der erste. Ja. Ja. Und das sind jetzt 30 Jahre her. Und das sieht echt aus. Ja. Im ersten Teil. Erstmal das. Und wo ist der Fortschritt geblieben? Ja. Genau. Ja. Wo ist der Fortschritt? Ja. 30 Jahre. Tja, und Fortschritt gibt es dann nicht mehr. Der erste und zweite Jurassic Park, ey, die sahen beide verdammt gut aus. Und die sehen auch heute noch verdammt gut aus. Und selbst der dritte, den ich ja so unterbewertet finde. Ja. Der sah auch geil aus. Ist so, ja. Ja. Ja, und auch da ist es so, wo viele sagen, Jurassic Park Teil 1, Anfang der 90er von Steven Spielberg, ist ein absoluter Klassiker. Wird das keiner sagen über Jurassic World, die neuen vier Filme oder drei oder was weiß ich, was es da gibt. Das ist es ja immer, was ich sage. Ist dasselbe wie mit dem Terminator-Franchise. Ist genau das Gleiche. Ja. Wenn man die nennt, die Klassiker sind es Teil 1 und 2 oft. Ja. Olli und ich zählen immer noch den dritten mit zu. Aber die ganzen neun... Erwähnt kein Schwein in Verbindung mit dem Wort Filmklassiker. Nee, ich weiß auch nicht mal die richtigen Titel dieser Filme. Weiß ich auch nicht. Vergesse ich immer, warum mich das auch gar nicht interessiert. Die wurden terminiert bei uns im Gehirn. Das einmal gesehen beim Durchschalten, wie Arnie als Terminator mit einem grauen Vollbart, da habe ich nur gedacht, ihr habt doch nicht alle am Sender. Ey. Ja. Vor allem, wieso hat ein Terminator einen grauen Vollbart? Ja, er altert auch mal. Achso, es wird dann wieder erklärt durch irgendwelche Kreativlinge Hollywoods. Jeder Scheiß wird irgendwie versucht zu erklären, damit man uns Fans sagt, dass es so läuft. Ja, ansonsten, wie gesagt, das einzig Gute, was dieser King Kong wirklich macht, ist, dass er das wieder in die 30er Jahre zurücklegt. Ja. Und das fand ich auch gut, vor allen Dingen dann später in New York. Ja, genau. Die Sache, ne? Das ja auch damals war. So wie es damals auf 33er war. Genau. Wobei mein Lieblings-King Kong auch der 76er ist. Keine Frage. Ja, meiner ja auch. Und ich weiß noch damals, da wurde der ja auch so auf Werbetour geschickt, als der, also der Richter war ja auch 14 Meter groß. Genau, diese Puppe. Gebaut. Ja, weiß ich. Ja. Wahnsinn. Gut. Ja. Jo. Das war King Kong. King Kong, Peter Jackson. Peter Jackson. Hier ist er. Was hast du denn hier wieder? Großes Gewinnspiel inklusive. Ja. Aha. Ja, das war ja auch so ein Film, der groß gehypt wurde damals zu seiner Zeit. Dieser hier. Ja. Na? Finde ich so. Genau, das war ein. So, Film. Natti! Natti juckt das Fell. Mir auch. Deswegen stehe ich auf und suche Filme. Wo war ich jetzt eben? Was war das jetzt? Ach, das ist hier. Von dir was? Ja, das ist von mir was. Das darf ich nicht vergessen. Nicht gucken. Wo war ich eben? Da, an dem. Da war ich. Nicht gucken. Wie zu Heiligabend, vor der Bescherung. Dafür ziehe ich dir jetzt Scheiße raus, dass du mich hier in Maß regelst. Und zwar Cowboys vs. Aliens, Daniel Craig, Harrison Ford. Oh je. Ja Mensch, Olli. Ja. Du als Daniel Craig-Fan? Cowboys vs. Aliens. Oder kann es sein, dass du Daniel Craig nur kacke findest als James Bond? Und Ja. Schon, ne? So geht's mir nämlich auch. Ich kenne ihn auch gar nicht aus viel mehr Filmen. Ich auch nicht. Ich weiß noch, dass er den hier kenne ich noch. In Episode 7 war. Ja, und dieser Film gehört eigentlich offiziell noch zu meinem Schandstapel. Also kann ich nichts, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen. Ja. Habe ihn aber rechtzeitig abgeschaltet, weil das für mich so ein seltsamer Genre-Mix ist. Okay. Ich mag nicht oft Filme, die Genre-Mixe sind. Nee, ich dachte, das geht jetzt so in Richtung dann auch, weil ja viele dann auch mal die Geschichte aus der West, ob das nun vom Dusk Till Dawn oder. Mhm. Ihr Land der Raketenwürmer spielt auch auf Mal im Westen. Ja, also du hast ihn noch gar nicht gesehen. Nee, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Kein Wort. Explosiver und kurzweiliger Genre-Mix mit schlagkräftiger Star-Power, schreibt die Cinema. Und eben, da habe ich mich wahrscheinlich auch wieder von Harrison Ford und auch Daniel Craig, ist ja nun mal ein berühmter Schauspieler, leiten lassen. Mhm. Habe dann immer nur gedacht, wahrscheinlich, den habe ich aber auch vom Flohmarkt mitgenommen. Als ich den gekauft habe, dann hier... Ja, du kannst ja nichts falsch machen, wenn da so ein Hochkaliber mitspielt. Du kannst nichts falsch machen, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann nur so viel sagen, Olli, Harrison Ford hat tatsächlich ja auch in Episode 7 mitgespielt.
Und Mark Hamill hat in Episode 8 mitgespielt. Ja. Und da könnte man ja auch sagen, ja, wenn die da mitspielen, kann man nichts falsch machen mit diesem Film. Ja. Und du siehst ja, wie viel wir falsch gemacht haben, als wir da reingegangen sind. Wobei man sagen muss, bei Erwachen der Macht war es tatsächlich noch so, dass ich dachte, geht noch. Ja, geht noch. Na? Wobei, wenn man dann hinter die Fassaden blickt und eigentlich nur sieht, das ist ein absolut müder Abklatsch von dem Original Krieg der Sterne. Mit einer Frau, die von vornherein alles kann, nichts lernen muss und genauso ist wie jede andere Frau in heutigen Filmen oder viele Frauen, die nicht angefasst werden will vom Mann, die nicht gerettet werden will vom Mann, die eigentlich von Männern auch nichts wissen will. Sie wird ja auch richtig zickig. Finn will sie doch anfassen. Ja, ja, ja. Was willst du mich immer anfassen? Ja, genau. Und da kommt das schon durch, diese Agenda. Ja, ja, das damals schon, natürlich. Ja. Natürlich. Schlimmer wurde es ja dann noch mit die letzten Jedi. Ja. Mit, wie heißt der General Holo hier? Holodeck. Nee. Dern, wie heißt die noch? Die Dern? Ja, frag mich nicht, weiß ich ja nicht. Dern. Laura Dern? Hättest du mich jetzt was zur Originaltrilogie gefragt? Ja, nee. Da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, über die Original. Ich dachte, wir nehmen mal die letzten Jedi auseinander hier. Ja, wir rewatchen die nochmal und dann können wir ordentlich drauf rumeiern. Aber den haben wir doch sogar trotzdem noch immer noch zweimal im Kino gesehen. Einmal waren wir im Kino bei dem Film. Also ich weiß nur, bei Episode 9 war ich gar nicht mehr. Nee, den habe ich auch erst später gesehen. Den habe ich mal auf Amazon geguckt. Nee, nicht auf Amazon. Doch, auf Prime. Ich hab ja nur Amazon. Auf Prime, ja, da habe ich den auch gesehen. Für 99 Cent. Das gab es ein paar Tage lang so im Sommer. Ja. Und Olli, ich habe ihn tatsächlich mir nur angeguckt, der Aufstieg Skywalkers. Weil wieder sämtliche YouTuber gesagt haben, ihr könnt gar nicht mitreden, wenn ihr den nicht gesehen habt. Der ist nämlich wirklich gut im Gegensatz zu den letzten Jedi. Der war spitze. Und dann habe ich diesen Fehler begangen und auf diese Filmfans gehört und habe ihn mir angeguckt und war restauf begeistert. Ja, ja. So viel Schwachsinn. Ey. So viel Schwachsinn. Reingedrückt in 2,5 Stunden Film habe ich selten gesehen wie in der Aufstieg Skywalkers. Wirklich. Ich beherrsche 6 Millionen Kommunikationsformen, aber so einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Genau! Und die Endszene. Ich heiße Rey. Rey Skywalker. Ja. Weil du dir aussuchen kannst, wer du bist. Heutzutage. Ja? Und in Episode 7 wurde ja sogar noch gezeigt, wie Chewie dem Typen den Arm ausreißt. Ja, ja. Eine geschnittene Szene. Ja, ja, ja. So, gut, aber ja, Cowboys ja vs. Aliens. Wie gesagt, Sascha hat ihn einmal gesehen. Ich habe ihn einmal gesehen, kann mich an nichts mehr erinnern und oft ist das ein Zeichen dafür, dass es dann doch zu banal war, zu kurzweilig, zu normal. Ich habe ihn einmal gesehen und für 1 Euro vom Flohmarkt mitgenommen. Und, aber man muss sagen, Daniel Craig hinten drauf sieht schon aus wie James Bond. Ja, genauso stimmt. Steht er nämlich auch auf vielen Covern von James Bond Filmen. Stimmt. Wobei Harrison Ford Ähnlichkeit mit John Wayne hat. Ja, Mensch! Stimmt, hat er recht. Am besten gefällt mir dann doch noch Olivia Wilde auf dem Cover. Und das sage ich ohne Scheu für das weibliche Geschlecht. Weiter geht's. So, Olli, wo war ich zuletzt? Da, ne? Nee. Hier? Da musst du rein. Da muss ich hin. Weil du musst gar nicht, du kannst auch hintereinander da rausziehen. Ich kann auch hintereinander da rausziehen. Das sind CDs. Immer noch. Ja. Da auch? Ja. Ach. Da auch? Da ja, war ich. Da über ist noch. Nee, ich mach mal hier einen jetzt. Hä? Der Fluch des rosaroten Panthers. Ja. Da ist doch so ein Nachklapp mit zusammengeschusterten Zähnen ohne Peter Sellers, oder nicht? Mit Peter Sellers. Ja, aber doch nicht mehr irgendwie. Nein, das wurde aus Filmresten gedreht. Ja. Aus Filmresten? Aus der Mülltonne geholt? Ja, aber der ist damals gut angekommen in den 80er. Der Fluch des rosaroten Panthers. Ich weiß ja, das Original ist ja. Echter Klassiker. Ja. Und der auch, der Fluch des rosaroten Panthers, ist gut angekommen. Aber hallo, kannst du googeln. David Niven ist dabei, Robert Wagner schon wieder, ja. Herbert Lohm, Joanna Lumpley, Cappuccine. Ich habe sogar den Bericht damals in der Cinema dazu gelesen, wie der aus alten Filmfladen zusammengeschustert wurde. Ja. Damit man da noch uns sogar eine Handlung rausgekriegt hat. Hm, hm. Ja, und wie ist der denn für dich jetzt so, von der Handlung her? Witzig. Ja, witzig. Kann der mit den anderen mithalten? Wie viel gibt's denn überhaupt davon? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne nur 2. Ja, und die hast du beide oder hast du den nur hier? Nee, ich habe noch einen als Remake da irgendwie. Und ach, mit Steve Martin? Ja. Ja. Und noch einen anderen, aber ich weiß nicht, welche das sind, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich fand die immer lustig, Rosa-Rote Panther. Ja. Ja, ich kenne die ja nur von früher aus dem Fernsehen. Ich habe die auch überhaupt nicht auf
Überhaupt nicht auf DVD oder Blu-ray. Gar keinen. Auch nicht das Original. Ich kann mich nur erinnern, dass er sich immer irgendwie prügeln muss mit seinem Kompagnon da, sich genau, testet. Genau, mit so einem Chinesen da. Ja. Aus dem Karate. Und genau, der ihn dann immer überrascht. Ja, er ne? überrascht ihn immer, egal wo, in der Wohnung. Oder ja, okay. Ja, auch die hier DVD ist gut bedruckt. Niedlich auch mit dem kleinen rosaroten Panda da, ne? Paulchen. Paulchen Panda, genau. Wobei doch der rosarote Panda ist auch ein Diamant, oder nicht, in dem Film? Das natürlich, in dem Film ist das ein Diamant. Ja. Fluch des rosaroten Panther. Ja. Olli sprudelt über vor kurz, Infos. Kurz, ja, habe ich jetzt auch nicht so lange nicht gesehen, aber es ist kurzweilige Unterhaltung. Absolut. So kurzweilig, dass wir hier nur 2 Minuten verbraten ja. haben für den. Umso mehr andere Filme kriegen wir nochmal ran. Ja, absolut. Geh mal ran an den Mann. Du kannst mich auch gerne mal leiten, wenn du willst, ne? Okay, aber denn, es... Ja, ein Hör. Nee, ich nehme jetzt den. Den sehe ich. Oh. Oh, oh, oh. Ja, den hatten wir, glaube ich, erst. Das Ass der Asse? Hatten wir? Hatten wir einen. Belmondo? Ja. Kurz irgendwie, Kurzreview, das Ass der Asse, Olli? Ja, lustiger Film mit Belmondo. Ja. Geht mehr in Richtung Komödie. Ja. Er will einer jüdischen Familie helfen, nach Österreich Stimmt, zu fliehen. Stimmt, hatten wir erst. Ja. Zweiter Weltkrieg. Und dann gehen sie durch den Zaun durch, befinden sich aber auf Hitlers Berghof auf Mai. Stimmt. Da kommt es dann zu jeder Menge Verwechslungs... Situation. Humor. Ein Film, ja, den man auch heute so nicht mehr drehen würde, wahrscheinlich. Nee. Ne? Hatten wir aber kürzlich schon mal vorgestellt. Ja, Mensch, dann gehe ich nochmal wieder rüber. Das war jetzt eine Kurzreview. Das war sogar, ich glaube, hier Filmjahr 82 oder so. Stimmt. Na? Als Film noch, ja, den genau. wir noch gewählt ja, hätten ja. oder so. Stephen Kings Der Nebel. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ist noch nicht lange her. Hast geguckt? Mhm. Gerade erst. Der Nebel. Nervenzerfetzende Spannung nach einer Geschichte von Stephen King. Naja. Nervenzerfetzend. Ich meine, der ist schon gar nicht schlecht für einen, der aus den 2000er stammt. Absolut. Ey. Regie hat wieder Frank Darabont geführt, der ja auch Green Mile und Verurteilten gemacht hat. Ja, also ich, wie gesagt, fand den jetzt nicht schlecht. Der Nebel. Kann ich nicht sagen. Mehrere Leute sind in einem Kaufhaus eingeschlossen. Zieht irgendwie Nebel aus und aus diesem Nebel kommen irgendwelche Wesen. Ja, genau. Ja? Und der Film hat dann ja auch ein böses Ende irgendwie. Ja. Ja? Schwarzer Humor vom Feinsten. Ja. Und tatsächlich ist es so, wenn man Stephen Kings Werk kennt, dann weiß man natürlich, woher dieser Nebel kommt und woher diese Wesen kommen. Nämlich, das hängt alles zusammen mit seinem Der Dunkle Turm, mit den Romanen. Denn Der Dunkle Turm ist so eine Welt, wo diese Wesen leben. Das wird hier nicht erwähnt. Das wird nicht erwähnt, weil der Film steht für sich, genauso wie die Geschichte. Das wissen nur eingefleischte King-Fans. Aber der ist gut gemacht auch. Der ist gut gemacht. Ja, ich fand den nicht schlecht. Absolut. Also kein Film, wo ich jetzt bei eingeschlafen bin, oder... Wer spielt denn da noch mit eigentlich? Das ist aber auch so klein drauf, Olli. Ja, also... Da geht gar nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Nee, das nee. Geht schlimm. Überhaupt nichts mehr. Ist schlimm. Warte mal kurz. Ich warte mal kurz. Oh, meine Knochen. Die alten Knochen machen nicht mehr mit. Ja. Ah, er gibt mir eine Taschenlampe hier. Geiler Effekt irgendwie. Ja, hier, guck mal. Ah. So. Ja, J.J. Abrams. Thomas Jane. Ja, also mich brauchst du... Rory Holden. Ja. Toby Jones. Ja, es wird auch hiermit nichts, weil auch, ich muss sagen, der Druck ist nicht besonders gut. Aber wir können sie gerne mal hier stehen lassen, die Lampe. Der Nebel. Ein guter Film. Kein übermäßiger Film, wo man jetzt sagt, boah, absoluter Klassiker. Nein, aber ein schöner kleiner Grusler, ja. Sag ich mal so. Ja. Ne? Ja. Ja, Mensch. Schnell abgefrühstückt auch hier. Mensch, Olli, heute sind wir aber schnell dran, ne? Ja, aber ja. Nehmen wir halt ein paar mehr. Ne? Nehmen wir halt ein paar mehr. Den nehmen wir jetzt. Ja. Die Jackie Chan Collection haben wir. Ja. Der Meister mit den gebrochenen Händen und Meister aller Kasse, Klassen. 2 Filme, 1 Preis. Olli, wie hoch war der Preis? Kann auch nur ein Euro Flohmarkt sein. Ein Euro? Ja. Und gehört mir zum Schandstapel. Habe ich beide noch nicht gesehen. Noch nie gesehen. Das heißt, ich stehe gleich schon wieder auf. Ja.
Vielleicht können ja unsere Zuschauer ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Jackie-Chan-Film. Was ist Jackie Chan in deiner Sammlung irgendwie? Kommt öfter vor? Nicht so oft, nee. Nee, Jackie Chan nicht. Eigentlich nochmal in 80 Tagen um die Welt, die beiden. Ja. Und dann Highway, ist die Hölle los, beide Teile, 1 und 2. Ja. Aber das war's auch schon. Okay. Ansonsten fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo Jackie noch mit... Police Story? Nee. Wie nee? Nee, habe ich nicht. Nee, aber da spielt er mit. Ja, das weiß ich. Ach so. Das sind ja auch so Rush Hour Filme, aber habe ich auch nicht. Rush Hour kenne ich tatsächlich nur Teil 2, weil das war mir schon wieder zu überdreht, wegen, aber nicht wegen Jackie Chan, sondern Chris Tucker. Chris Tucker, ja, ja. Nee. Also das ist zum Beispiel auch so ein Schauspieler. Ja, mit dem werde ich außer im fünften Element nicht warm. Und selbst da hat er ja schon... Selbst da hat er obermäßig genervt. Wookie gespielt. Ja, so natürlich. Sie, das sind die, wie sie heute haben. So sind sie. Und sie haben sich durchgesetzt. Das ist so grün, ja. Grün. Oh. Ja, tatsächlich dachte ich damals, Chris Tucker bleibt nicht so. Nee, ich dachte, das ist so ein Nebendarsteller in dem Film und dann war es das und man sieht ihn nie wieder. Ja. Und Chris Tucker hat dann nur noch irgendwie solche Rollen gespielt. Auch Lethal Weapon 4. Spielt er ja auch sein. Dieses Nerven, ne? Was ja auch Will Smith so ein bisschen. Ja, viele sagen mir das ja aber auch immer nach. Also von daher. Ja. Deswegen braucht ihr mich nicht gucken und ich muss Chris Tucker nicht gucken. Ganz einfach. So. Ich gehe wieder zum anderen Regal rüber. Diesmal mit Brille. In der Hoffnung, dass ich diesmal irgendwie was kriege hier. Hier. Was haben wir denn da? Der fühlt sich gut an hier. Oh. Die 10 Gebote in einer wirklich geilen Edition, Olli. Ja, Hammer! Die hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal kurz. Kurz aber nur. Ach so, das war mein längster Film bei der Challenge. Ja, die 10 Gebote. Aber das ist wirklich eine 1A-Kollektion. Da ist der Film von 1923 mit drauf, glaube ich. Boah, das Schwarz-Weiß-Ding. Ja. Genau, steht auch drauf. Und die 56er-Version. Und die 56er. Sehr geil. Und das ist ja mein längster Film, wie gesagt. Ja. Guckt ihr euch das an. Leute, da werde ich richtig neidisch. Ja? Ja, das ist... Ich zeige euch einmal den Schuber nur so ein bisschen. Woher hast du den? Flohmarkt? Das war dieser... Kellerflohmarkt oder genau, was? Garagenflohmarkt. Genau, Keller-Garagenflohmarkt. Hammer. Und das ist ja auch so ein typischer Film. Was für eine Atmosphäre, was für Effekte in dem Jahr. Und der hatte gute Filme. Da habe ich ja so einen Stapel rausgeschleppt aus dem Keller. Auch unter anderem die Basic Instinct Collection. Und was hast du denn dafür gelöhnt? Weißt du das noch? Ach, ein Witz. Ein Witz? Der hat im Stapel. Da hat er sich davon getrennt? Ja. Da hat das Frauchen gesagt, ich will hier lieber irgendeine Vase hinstellen. Nimm deine Filme weg, du Idiot. Ja, was willst du mit dem Scheiß? Wir können doch streamen. Wir können streamen. Mach doch den Stream an. Ja, ist echt eine schöne Kollektion. Wahnsinn. Ja. Hammer. Olli, was willst du haben dafür? Nee, die ist auch unverkäuflich. So wie auch ja, dann muss ich sie dir klauen. So wie auch meine Basic Instinct. Ja, die ist auch geil mit der Soundtrack, ne? Soundtrack. Zum Film selber. Charlton Heston. Ja. Yul Brynner. Ja, der Auszug des ins gelobte Land. Ja, genau. Sind wir schon wieder bibelfest unterwegs, wir beiden Geschichte. Die beiden Gläubigen. Ja, wo ja die Juden versklavt sind unter den Ägyptern. Und ja, man kennt ja die Geschichte. Erst kommen die 7 Plagen über Ägypten. Genau. Bis sie sie dann endlich gehen lassen, dann werden sie aber trotzdem verfolgt. Dann spaltet er das Meer. Was ja so Sachen sind, was ja auch Forscher schon wieder erforscht haben, was sogar könnte sein, wenn man eine bestimmte andere Meeresstelle nimmt. Da gibt es, wenn da starker Wind ist, so eine Sandbank, die führt einmal rüber. Ach. Ja, aber es ist natürlich nicht, dass sich das so aufklappt und danach wieder zu... Ich dachte, das klappt so auf. Man sieht das dann auch, wie die Fische da so drin schwimmen, wie in so einem Aquarium. Ja, aber das sind halt so, so wurde das halt früher vielleicht geschrieben, aber... Das ist vielleicht gemeint damit. Vielleicht sind sie über diesen Pfad ja wirklich rausgeflohen. Das kann sein. Also wie gesagt, diese Bibelgeschichten, also... Hammer. Man sollte nicht alles so abtun. Nee, das sollte man nicht. Ja, und ich liebe auch diese Kollektion. Der Film selber ist auch eine Wucht, 1956. Hast du die 23er-Version auch gesehen? Nee, bis jetzt. Das würde mich nämlich mal interessieren, wie da die Effekte gemacht wurden damals. Oder wie das dargestellt wurde.
Ich habe erst vor kurzem Metropolis gesehen, ja. Da mal. Ja. Also das ist ja auch der Hammer. Ja. War ja auch alles Stop-Motion da, mhm. Diese befahrene Straße. Wahnsinn, ne? Kratzer, ja. Hammer. Ja. Die 10 Gebote. Kommt jetzt auf der Meister mit den gebrochenen Händen. Ja, da habe ich ja wieder angefangen. Du hast nachher schön einzusortieren. Ja, das geht auch schon auf den Sack alphabetisch, weil das eine Regal schon proppevoll ist. Jetzt muss ich gleich wieder alle ändern. Ach so. Ich habe extra in jedem Regal sowas freigelassen. Aber die ganzen Flohmarktbesuche und so haben das... Wir Filmsammler haben es nicht einfach, Olli. Nee, nee. Ne? Okay, ich glaube, von diesem Duo hatten wir heute noch gar nichts. Was ist das hier? Hier kommt was. Ja, Olli. Jetzt. Ja, pass auf, ja, den habe ich jetzt mal gezogen hier. Und zwar ja. Aus der Terence Hill und Bud Spencer Sammlung. Ja. D'Agostini. Kann ich aber überhaupt nichts sagen. Und zwar die Bergpolizei, ja, ganz nah am Himmel 3. Ein wahrer Wohltäter und Schatzsuche. Terence als Förster mit kriminalistischem Spürsinn. Ja. So. Ich habe gedacht, da ist jetzt ein Lanzer da vorne drauf. Ja. Nee, Sascha, das habe ich bis heute alles nicht gesehen. Hat er nicht gesehen? Obwohl ich diese Sammlung ja nun auch schon 6-7 Jahre habe. Also ich habe ja tatsächlich die Bergpolizei mit Terence Hill von einem netten Zuschauer bekommen in einem Unboxing-Paket. Und zwar das Komplettpaket, alle 3 Staffeln. Ja. Bin ich gerade bei, die zu schauen. Und das ist gute, lockere Unterhaltung. Und ja, Terence Hill ganz weit weg von seinem Karlauern, von seinen Sprüchen wie in den Bud Spencer-Filmen. Ganz weit weg, der zeigt auch Gefühle und der hat eine Geschichte und... Aber das sind jetzt auch keine Geschichten. Ich glaube, für dich wäre es nichts. Nicht. Nicht. Na gut. Gut zu wissen. Na, da kann ja. ich die Zeit ja für andere Kannst Sachen du für andere auch sagen, du hast es in der Sammlung. Ja. Du hast ja auch Begleithefte. Ja, habe ich auch. Ja. Aber ich glaube, für Terence Hill-Fans und Bud Spencer-Fans. Ja, da sind ja all diese Serien. Da ist alles drauf. Auch von, ja, Bud Spencer, ne? Mit dem von Miami Vice da. 4 Fäuste gegen... Miami oder wie heißt das? Das ist so ähnlich auf alle Fälle. Ich weiß nicht, Miami. Ist das nicht, ja? Ja, ich glaube auch, ne? Der, oder 2? Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Na, ich kann ja nochmal einziehen von da oben. Vielleicht haben wir ja gleich was Fels am Wickel. Zieh, was du willst. Ich zieh. Geh mal lieber hier hin. Na, und ich werde auch gar nicht lange drum rumdrucksen. Ich ziehe jetzt von da, den hier. Stirb langsam 3. Jetzt erst recht. So, Olli. Ja, der letzte gute stirbt langsam. Ja, so ist es. Danach hätte man aufhören können, wie bei so vielen Filmen, Serien. Und erstmals anders synchronisiert. Jawohl. Und zwar mit Thomas Danneberg statt Manfred Lehmann, Bruce so Willis. Aus, ja. Stirb langsam. Jetzt erst recht mit Jeremy Irons als Gegenspieler. Ja. Ist das hier eine große Schnitzeljagd sozusagen durch die Stadt? Nicht mehr begrenzt auf ein Hochhaus oder einen Flughafen, sondern auf eine ganze Stadt. Samuel L. Jackson ist dabei, als Buddy von John McClane. Simon Says. Er gibt ihm Aufgaben. Nebenbei raubt er, begeht einen großen Raub. Ja. Tolle Action dabei, geile Sprüche. Cooler Bruce Willis. Wenn man sich einmal an die Stimme gewöhnt hat in diesem Film, ja... Dann ist das so, ich finde es immer noch tatsächlich, finde ich es immer noch befremdlich, weil Bruce Willis hat nun mal Manfred Lehmann im Ohr, immer. Ja, ja. Ja, und dann kommt Thomas Danneberg und redet wie Sylvester Stallone oder Arnold. Aber hätten die in seiner früheren Karriere mit der Stimme angefangen, hätte man sich an die auch ganz schnell. Ganz schnell gewöhnt. Also ganz schnell Thomas gewöhnt. Danneberg natürlich. Passt ja immer zu solchen. Passt immer. Jetzt ist es natürlich so, Olli, Teil 4 und 5, hast du die mal gesehen, oder? Gesehen habe ich sie, ja. Heute. Ja. Also Teil 4 ist dann ja schon so ein Ding, da hat man ihm ja schon so einen jungen Buddy an die Seite gestellt. Genau, ja. So. Und in Teil 5 konnte man es sich nicht nehmen lassen und hat es nochmal gemacht. Und zwar sein Sohn. Ja. Ja. Und dann hat man in den Filmen so ein rührseliges Vater-Sohn-Gedöns eingebaut, was man in jedem zweiten Film sieht, der schlecht inszeniert ist. Mit einer ultra verwobenen, verworrenen Story, mit 0815 Action, die überhaupt nichts mit Stirb langsam für mich zu tun hat. John McClane, der überhaupt nicht mehr wie John McClane auftritt, wie ich finde. Mhm. Also Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben, ist leider ein Griff ins Klo für mich. Der hier ist noch gut. Ja. Hast du auch noch was zu sagen dazu? Nö. Nö.
Gut, eigentlich nicht. Nee. Spielt im Sommer, die ersten beiden spielen im Winter. Ist eine schöne Edition, dieselbe habe ich auch. Ja, so eine Special Edition mit Bonus und dem Hauptfilm natürlich und einem kleinen Booklet dabei. In dieser Edition, in der gab es, glaube ich, auch mehrere Filme damals. Ich hatte, ja, glaube ich, ja, da auch mal ja. Con Air. Habe ich sogar noch. Ja. Auch in der Edition. Siehst du? Ja, ja. Ja, so. Schön. Vielleicht greife ich den ja jetzt als nächstes. Das weiß man nicht. Ja, da hier. Ja, den habe ich ja sowieso nicht. Nee. Da haben wir. Hä? Hä? The Murder City Devils, The End. The Final Show Halloween 2000. Ja, das ist 1. Ein Musikvideo, also das kannst du wegstellen. Wollen wir nicht drüber reden? Nee. Ja, dann stellen wir selber nachher weg. Ja. Gut, wir nehmen den. Ja, Mensch. Jackie Chan. Ach, Olli, da hast du ja doch noch einen. Ja, genau, ja, genau. Da hat er doch noch einen. Ja, das ich, jetzt ja, weiß ich auch. Jetzt kommt's. Den hatte ich vom Flohmarkt für meine Geliebte mitgebracht. Shanghai Noon. Ja, weil die ja auch auf sowas steht. Ja. Aber die hat ihn da schon drüben stehen. Ach, wusstest du nicht? Nee. 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 Und du hast ihn gesehen schon, oder? Nein. Kann ich auch nichts zu sagen. Mensch. Ja, aber das bleibt bei diesem Video. Ich habe nee. Das gesagt. Alle meine ja. Schandfilme sind dann mit dem Richard. Ja, jetzt. Und wo hast du denn die du gesehen hast schon? Die sind ja. überall dazwischen. Sehr schön, die sind dazwischen. Dann versuche ich gleich mal zwischen den Zeilen zu lesen. Shanghai Noon ist natürlich auch gut besetzt. Jackie Chan ist dabei, Lucy Liu und Owen Wilson, Olli. Ja, auch mal wieder. Und vom Cover erinnert mich das ja ein bisschen an Cowboys und Aliens. Der ja auch in Rush Hour dabei war, ne? Owen Wilson. Ja? Weiß ich nicht. Ja. Rush Hour? Ja. Das Nein. weiß ich jetzt nicht. Da weiß ich nur Jackie Chan und Chris Tucker. Na gut, kann sein. Weiß ich nicht. Ja. Ja, siehst du, du hast mir gezeigt, dass ich doch noch einen mehr ja. von Jackie und wer weiß, Chan. Was ich gleich noch alles rausziehe. Ja, eben. Das ne? Ich bin selber Jackie Chan. Im Moment schwer begeistert. Schwer begeistert ist er von seiner eigenen Jackie Chan-Sammlung. Und jetzt langsam kommt so die Erlösung. Jetzt wird er nämlich gleich nach Darstellern sortieren, seine Sammlung. Und anfangen mit Jackie Chan. So sieht das Ganze aus. Hier steht auch Sylvester Stallone. Ja, da würdest du wahrscheinlich ein paar voll kriegen mit, ne? Da habe ich viele von. Also hier steht was drauf, Olli, auf der DVD. Und zwar mit Kugelschreiber P, H. Ja. Was bedeutet das? Das habe ich ja nicht drauf. Ach, das war schon drauf. Ja, das war auch wieder mit gebraucht. Okay. Ja. Schön. Herrlich. Eine Flut an Infos rollt ja, über uns hinweg also wie ein Tsunami. Aber von uns beiden. Von uns beiden? Wir können richtig was sagen zu den Filmen heute. Ja, jetzt hier. Das kann nur was Geiles sein. Ja, gut. Olli. Und das im Mediabook, Falling Down. Den gibt's ja gerade erst. Ja. Einer deiner absoluten Lieblinge, ne? Falling Down auf alle Fälle, ja. Genial. Finde ich auch. Was hast du bezahlt dafür? 30 Euro? Ich glaube 29,90. Ja. Ich habe mich ja letztes Mal schon wieder erdreistet, in einem Video zu sagen, Mediabooks kosten bis zu 49 Euro. Da wurde ich gleich gemaßregelt. Kosten die nie und nimmer nur auf Ebay und da, du brauchst sie nicht kaufen. Mache ich auch nicht, keine Angst. Braucht ihr keine Angst haben, sowas kaufe ich nicht, ist mir also zu teuer. Ich habe schon Mediabooks ja. für über 100 Euro gesehen. Ja, und tatsächlich nicht nur bei Ebay. Ich habe auch Mediabooks gesehen für 80 und 90 Euro bei bekannten Versandhändlern. Also... Na? Ja, aber eigentlich habe ich mir nur gekauft, weil ich hatte ihn nur als uralte Schnapper-Version. Ja, habe ich nämlich auch. Und der ist erstmalig jetzt auf Blu-ray auf Deutsch, aber als Einzel-Blu-ray nicht erschienen. Stimmt, das ist nur das im Mediabook ja. für Sammler. Und darum habe ich ihn mir geholt. Ey. Das war der Hauptgrund. Und bei solchen Sammlerstücken, die man unbedingt haben will oder wo man Interesse dran hat, also ich zum Beispiel würde mir alle Hitchcock-Filme, wenn die im Mediabook erscheinen würden, holen. Ja. Dann mache ich das. Aber auch nicht für 40, 50 Euro. Also es muss dann schon wirklich, es sei denn, es ist so ein Einzelfilm wie hier bei dir. Ja. Zeitmaschine zum Beispiel wäre so ein Ding. Ja. Aber war das nicht sogar bei Zurück in die Zukunft, wo die Mediabooks so sauteuer waren, so schweineteuer? Stück, ja. Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Kenne mich auch nicht gut aus. Ich weiß nur, dass da so viel Abzug gemacht wurde mit diesem Horrorfilm vor kurzem da, mit diesem Clown da. Terrifier. Ja, Teil 2. Ja, da war ja ein Riesenhype wieder. Das habe ich ja letztes Mal schon mal irgendwo gesagt.
ist ja ein Unding, wie immer ein Hype durch die Sammlerszene geht, teilweise bei einigen Filmen, ja, die sich so gegenseitig so aufgeilen bei sowas. Vor allen Dingen, der eine hat noch gesagt, und das hat da bis zu 100 Euro gekostet, aber ich habe es natürlich trotzdem gekauft, weißt du. Ich habe nur gedacht, was für ein Idiot. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ist aber egal. Man braucht die nackte Kanone gar nicht gucken, das Leben nee. Hat mittlerweile diese Filme überholt. So ja? sieht es aus. Ist so. Ja. Ja, bei einigen Menschen weiß ich auch nicht, was da los ist. Ja, ne? Also. Er ist so voll empört. Eine halbe Stunde wird darüber geredet, wie teuer dieser Film ist und wie das gerechtfertigt ist. Aber ich habe ihn trotzdem dabei. Ja, eben, ey. Leute. Ja, alles klar. So, Falling Down im geilen Mediabook. Hast du das schon durchgelesen? Nee. Und ich finde das Mediabook auch gar nicht so toll jetzt, ehrlich gesagt. Ich will nur nach Hause. Ja gut, man hätte sich mehr buntere Bilder gewünscht. Ja, auch von außen so, das Cover-Variante. So. Aber es gab doch bestimmt verschiedene Cover-Varianten, oder? Ja, es gab auch das, wo er auf dem Stein steht, auf dem Pinkelstein, glaube ich, mit der Schrotflinte. Das ist doch das Original, glaube ich, oder? Kinoplakat von damals. Aber Michael Douglas in einer absolut geilen Rolle, oder? Ja, also für mich ja seine beste. Ne? Falling Down, Hammerfilm. Ja. Sehr, sehr geil. Dann toll, Olli. Schnapper. Danach, ja, der war auch noch ein bisschen billiger wegen Vorbestellerbonus. Ich glaube 26 noch was. Ein Film, der Realitäten anspricht. Ja. Und viele diese Realitäten halt nicht sehen wollen. Wie gesagt, mein Lieblingsfilm mit ihm. Ja. Gefolgt von The Game. Ja, auch sehr gut. Ja. The Game, Top-Film. Wahrscheinlich ziehe ich den jetzt als nächstes. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Brazil. Ah. Brazil oder Brasil, Olli? Ich sag Brasil. Brasil, ne? Mhm. Würde ich jetzt auch sagen. Wir können auch sagen Brasilien. Ja. Terry Gilliam. Terry Gilliam mit Jonathan Pryce, Bob Hoskins und Robert De Niro. Kein Wendekover an Bord? Nee. Kein Wendekover an Bord. Ist ja ein dystopischer Film. Ein bisschen mit Humor gemacht. Ja. Anspielung auf 1984 auf ja. alle Fälle. Ja. Coole Effekte dabei. Coole Effekte dabei, ziemlich durchgeknallt das Ganze. Ja. Robert De Niro als Kammerjäger. Mhm. Oder als Heizungsinstallateur. Hast du den mal im Kino gesehen? Den habe ich auch im Kino gesehen, ja. Hast du auch im Kino gesehen? Ja. Ist ganz lustig gemacht und so, ne? Mit, naja, zeigt eigentlich auch schon wieder die Realität, diesen ganzen Bürokratismus und. Ja. Weißt, hier ein Antrag für das holen, da Datenwiederbeschaffungsabteilung. Ja. Und natürlich auch wieder mit dabei Ian Holm. Ne? Ah ja, der ja in so vielen Filmen ist, Time Bandits genau. von Terry Gilliam als und Napoleon. Hier ist ja der Vorarbeiter in ja, genau. Großraumbüro. Ian Holm, wo wir auch sagen, ne, haben wir letztes Mal erst gesagt, in so vielen Filmen ist der dabei, der taucht auf einmal auf. Ja, ja, Alien, Ash. Ja. Ja. Und da ist wie gesagt, man... Sieht das immer erst, wenn man diese Filme ja, gerade sieht. Da ist er ja wieder. Genau. Ja, Brasilien, wie gesagt. Ist natürlich nicht fürs große Mainstream-Kino, ne? Nee, so man muss Film, auch ein bisschen nachdenken. Genau. Deswegen sage ich ja, ist nicht fürs große Mainstream-Kino. Eben. Obwohl ja die Truppe bekannt ist, Terry Gilliam, das ist ja hier Monty Python. Ja, genau. Ja, macht Spaß zu gucken. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich auf alle Fälle mal anschauen. Ja. Wie gesagt, ist ein bisschen mit Humor auch gemacht, auch was den ganzen Wahnsinn angeht, mit Schönheitsoperationen und ja. Seine Mutter ist doch die, die auch die Mutter spielt bei Wer ist hier der Boss? Oh, ja, wie heißt diese die denn? Rothaarige. Ja, ich weiß. Wie heißt die denn? Steht das denn drauf? Ja, bestimmt steht. Das spielt hier seine Mutter in diesem Film. Musik übrigens Michael Kamen, Catherine Helmand. Ja, die ist es. Michael Palin, ja klar. Das sind ja die Terry Gilliam. Ja, ja. Ja, Brasil. Jo. Jo. Schönes, buntes Cover, muss ich sagen. Irrer Film. Ja. Er ist halt so ein Tagträumer und wird nachher Opfer dieses Systems, wo er eigentlich ganz gut dasteht, schon allein durch die Beziehung seiner Mutter zu
ja, der oberen Elite da, und er selber ist ja auch da, Beamter. Aber weil er halt so, naja, nicht ganz dem System entspricht, ist er auch böse. Ui! Ja. Ah. Gut. Ich gehe mal rüber und gehe mal in die Hocke. The Hills Have Eyes. Das ist aber das Remake. Das ist das Remake. Das ist das Remake, genau. Ja, ich habe da, dann müsste auch das Original daneben stehen. Ja, jetzt habe ich aber das Remake gegriffen. Ja, ja. Das ist das Remake. Ja, auch lange nicht gesehen. Zuletzt, als ich noch meine erste DVD-Sammlung hatte, da hatte ich den auch. Und da habe ich ihn auch das letzte Mal gesehen. Ja, das war ja auch so ein Film damals, ich weiß noch, als der im Kino lief, und dann hatte ich eine Bekannte, die war dann da drin mit ein paar Mädels. Und dann habe ich gesagt am nächsten Tag, und wie war der? Und die hat, oh Gott, und ich konnte gar keine Nachos mehr essen und ich konnte nicht mehr hingucken. Und das hat mich so verstört, dieser ganze Film. Ich habe mir das Ding dann auch in derselben Edition gekauft wie hier. Ja, passabler Terror-Horrorfilm oder wie wollt ihr es nennen, aber... Dass ich verstört war und keinen Hunger mehr auf Nachos hatte, habe ich jetzt gar nicht verspürt. Im Gegenteil, ich habe mir dann noch eine zweite Packung aufgemacht. Ja, also das ist auch wieder so ein Film, wo ich denke, woher kommt immer der Hype? Ja. Warum werden so einzelne Filme, wie wir ja eben hatten, Terrifier, so hoch gepusht, obwohl sie eigentlich nichts Neues erzählen? Wodurch kommt es? Wobei das ja eh schon ein Remake ist. Das ist ein Remake von Wes Craven. Wollte ich gerade sagen, Craven. Das Original ist von Wes Craven. Genau. Ja, viel kann ich dazu auch nicht mehr. Familie strandet mit dem Wohnwagen und im Auto, ja, in der, genau, Wüste, mit dem Schwiegersohn oder, ja, Schwiegersohn, glaube ich, Töchter, und dann sind da diese Typen, die missgestaltet sind. Die Maniacs, da, ja, ist aber auch wahrscheinlich so eine Inzuchtsippe. Ja, ich glaube, ist das nicht wegen Atomtests, ja, die da gemacht wurden, ja, in diesem Gebiet Dorf da, genau, ja, Nevada oder so? Die wohnen ja in so einer Atomteststadt, so wie aus Indy 4. Ja, genau. Genau so ein Ding, die, ist das, ja. Die haben es nur nicht rechtzeitig in den Kühlschrank geschafft, so wie Indy. Und deswegen sehen sie leider jetzt so aus. Komischerweise sehen die ja nicht immer nur komisch aus, sondern die haben ja auch so seltsame Vorlieben und Neigungen. Ja, ja. Und ja, massakrieren die Familie. Ja, oft ist auch Kannibalismus ein Thema. Absolut. Also im Grunde, Wrong Turn. Wollte gerade sagen. Alles so, was... Ja, ist ein Film, muss man nicht gesehen haben. Muss man nicht unbedingt haben. Ja. Olli. Ja. Ja, gut. Hinten das übliche Männchen mit, das der, Männchen mit der Axt, ja, oder mit dem Beil in der Hand. Jason sein, oder? Jason, Leatherface. Und Murder Hand. Kann jeder sein. Gut, dann greifen wir mal. Absolut was. Kreativ. Wir gehen wieder hier rüber. Da oben sind CDs, ich weiß. Phantomkommando. Auch schon oft drüber geredet. Ja, ich wollte gerade sagen, was wollen wir zu dem jetzt noch äußern? Ja, komm, Olli. Jetzt muss es ja praktisch sprudeln. Einer von Arnolds Besten. Ja, auch das Arnold ist mal wieder einer von Arnolds Besten. Ja, natürlich. Ja, ja. Phantomkommando, im Original nur Kommando. Gesehen im Kino? Ja, natürlich. 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 Mit der kleinen, wie heißt sie noch? Alyssa auch, Milano. Auch aus Dings übrigens. Wer wird hier der Boss? Ja, nee, wer ist? Wer wird Millionär? Wer ist hier der Boss? Ja, und natürlich mein geliebter... Ja, Bennett. Ja. Vernon Wells. Ja. Ja, aus Mad Max 2. Zum Beispiel. Oder zum Beispiel. Oder der helle Wahnsinn. Oder, ja, die Reise ins Ich. Ja. Oder Phantomkommando als Bennett. Ja, Mad Mission. Ja. Mad Mission? Mad Mission. Nein. Mad Mission? Nee. Stimmt, da verwechsel ich ihn gerade mit dem Krokodilslederstiefelträger. Ja, das ist ein anderer. Ja, ja, stimmt. Das ist recht. Aber ja, weil er auch so ähnliche Szenen in die Reise ins Ich spielt. Mal eine kleine Fliege hier wegscheuchen. Arnie hat die mitgebracht aus dem Dschungel. Ja, ja. Ich meine, Sascha, wir haben da schon oft drüber geredet, du auch alleine. Ja. Seine Tochter wird entführt, die, ja, bringen die Leute von seiner ehemaligen Truppe um. Ja. Er schwört Rache, ja, flieht.
So, aus dem Flugzeug. Nimmt das dann höllisch auseinander nachher. Ja, also typischer Film, der straight geht, der, ne, der keine Kompromisse macht, weder bei der Erledigung seiner diversen Gegner noch beim Endgegner. Kurze Dialoge, eine Frau, die man noch als Frau behandelt. Ja, genau. Ne? Hinsetzen. Ja, und jede Menge Feuerwerk halt, ne? Wie man es von Adi gewohnt ist. Ja. Also eigentlich nichts für die Generation von heute. Schön. Also, ja, es ist, wer jetzt rangeht mit dem Anspruch, das muss so verkopft sein wie irgendein Christopher Nolan-Film, der wird hier nicht gut aufgehoben sein. Ja. Sondern es ist einfach nur ein Unterhaltungsfilm. So wie Filme früher oft waren. Das ist mein schwacher Arm. Lass Dampf ab, Bennett. Das ist übrigens Lucer aus The Warriors. Echt? Den er da fallen lässt. Ach. Ja. Und der dann auch wirklich fällt. Und Arnold, meine Lieblingsszene im Film ist tatsächlich Arnold im Gartenhäuschen. Bei mir steht tatsächlich nur ein Rasenmäher im Gartenhäuschen. Bei ihm sind auch so einige Gartengeräte und ja, er räumt ja damit so ein paar Typen auf. Genau. Na? Olli wendet nochmal seine neue DVD. Ich hole da einen Tabakkrümel raus. Ein Tabakkrümel? Wie kommt denn da jetzt schon Tabakkrümel rein, obwohl du noch nicht mal geraucht hast? Das ist noch nicht, das ist aufgedruckt. Das ist ein aufgedruckter Tabakkrümel. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem Film. Cocoon. Mm. Steve Guttenberg von Police Academy. Ollies Kampf mit dem Tabakkrümel. Nee, es gehört zum Cover, was auch immer das ist. Wo ist der denn? Da. Oh ja, das soll so ein Granatsplitter sein, glaube ich. Hui. Ja, Cocoon. Schöne 80er-Perle. Ja, genau. Steve Guttenberg. Und hier der miese Sheriff aus Rambo. Aber hier als gutmütiger Außerirdischer. Brian Dennehy, ja. Der irgendwelchen Rentnern wieder Kraft verschafft. Ja, die haben diese Eier da im Ozean geworfen. Ja. Also da sind ihre Lebensgefährten oder wie sagt man, ihre Artgenossen, aber es sind Außerirdische. Und die haben halt diese Kokons im Meer abgelassen, als sie wohl irgendwie vorzeitig von der Erde abhauen mussten. Okay. Und kommen jetzt wieder als Menschen verkleidet und heuern dann Steve Guttenberg an, der hat ein Boot. Da bergen sie diese ganzen Cocoons und bringen die in so ein stillgelegtes Schwimmbad, Heimbad. Und da gehen die vom nachbarschaftlichen Altenheim immer. Ach, schwimmen, genau, genau, genau. Schleichen sich da mal rein, ja. Ja, ja. Und in diesem Becken liegen auch diese Cocoons. Und je öfter sie baden gehen, umso jünger fühlen sie sich. Vitaler, gesünder, nichts fehlt ihnen mehr. Herrlich. Wie auf mal 20 fühlen sie sich wieder. Ja. Die Omas freuen sich, dass sie wieder... Und das hast du damals auch im Kino gesehen? Den haben wir im Kino gesehen. Und den fandst du gut? Den fand ich gut, ja. Weil das hat ja ganz wenig mit Arnold zum Beispiel zu tun. Also, ja, aber macht aber ja trotzdem nichts. Schönes 80er-Feeling gehabt dabei. Genau, das haben wir es wieder. Ja. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Ja. Hast du auch? Nee, habe ich nicht. Ist der, weißt du, der ist ja auch mit Guttenberg? Das weiß ich auch nicht. Mahoney? Keine Ahnung. Den habe ich auch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ach so, hast du nie gesehen? Nee. Weil der kam, glaube ich, so 89 raus. Kann sein. Ne? Da war ich langsam raus. Da war er langsam raus aus dem Alter, wo man noch ins Kino geht. Nee, aber da ließ es nach langsam. Jessica Tandy ist auch dabei, Olli. Tja, kannst mal sehen. Nee, der macht Spaß. Also den kann man so locker nebenbei gucken. Ja, so ein typischer 80er, ja, ne? Ja, ist auch was für einen schlechten Sonntagnachmittag. Ein schlechter Sonntag. Wenn es regnet. Du meinst so einen regnerischen ein schlechter Sonntagnachmittag. Cocoon. Schöner 80er, muss ich auch sagen. Gefällt mir, Olli. So. Ja, ich stehe wieder auf. Leute, wo war ich eben, Olli? Da warst du mehrmals. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Shoot 'em up. Ja. Schieß ihn aus, ab. Den habe ich auch gekriegt letztes Mal. Ja, den hast du in einem Mystery-Paket gehabt. Und du sagst ja immer, der ist richtig geil. Ja, weil du so auf Schießereien stehst und so. Und Schießereien. Und auf Waffen auf alle Fälle. Hast ja auch eine schöne Edition hier. Ja, Clive Owen, ne? Als Clive Owen, ja. Als schießwütiger Shootist. Genau, und Monica Bellucci als Prostituierte, die er dann schützen muss. Ach so, richtig, die Handlung kriege ich auch gar nicht mehr zusammen. Aber ist das denn
Ist das denn richtig ein harter Actionfilm oder ist es eher so ein Spaß-Komödien-Actionfilm, wo alles so übertrieben ist, dass man auch lachen kann wieder? Ist ein harter Actionfilm. Ist ein harter, also ein ernster. Ja, man kann vielleicht mal lachen, wenn er ihm die Mohrrübe ins Auge haut oder so. Ja gut, aber das sind ja so diese typischen Lacher, die man auch bei Arnie Schwarz, genau, Stallone hart. Nee, also das ist ein richtig harter Action, ne? Mit viel, viel Geschieße, viel Waffen. Ja. Also. Ich gerade so Thema Humor, ne? Und Actionfilme. Es ist ja wirklich so, du kannst ja auch bei den Arnold-Filmen oder auch Stirb langsam immer mal wieder schmunzeln. Ja, natürlich. Obwohl das harte Actioner sind. Ja. Heutzutage wird dieser Humor ganz anders verpackt. Dass er so, er wirkt nicht so realistisch wie in diesen Filmen. Das, ich meine, John McClane, das nimmt man dem völlig ab, Bruce Willis, dass der solche Sprüche mal raushaut. Ja. In solchen Situationen. Heutzutage wird irgendwelchen Milchgesichtern sowas in den Mund geschrieben, was irgendwie nicht passt. Ja, diesen Humor gibt's ja auch gar nicht mehr. Nee. Obwohl er ist dann natürlich auch aus der 2000er, ne? Ich weiß nicht, 2006, 2007. Ja. Aber passt noch. Ja, geht noch. Also der ist 2007. Ja. Vor allem auch wegen Monica Bellucci, die spielt ja sowieso nie so eine Vogue-Tante. Ja. Die spielt ja meist richtig Typ-Frau halt, ne? Hammer, aber auch eine tolle Edition hier, Olli. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das schon unter Mediabook fällt jetzt. Ich glaube eigentlich nicht. Keine Ahnung. Vor allen Dingen diese Begrifflichkeiten sind mir persönlich ja auch vollkommen wurscht. Ja. Ich sag immer, weil für mich, geile Edition. Ist ja nur die Blu-ray drin, aber das Booklet ist ja auch eingefasst. Ist es genäht, geklebt oder getackert? Das ist gespotleckt. 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 Leck mir den Spot. Das nennt sich ja auch nur Premium Collection. Ach, nur eine Premium Collection. Olli, da bin ich jetzt aber enttäuscht, dass es nur eine Premium Collection ist. Ja, wahre Sammler sammeln natürlich nur Mediabooks. Nur! Das sind wahre Sammler. Ja. Die lieben die Filme. Aber das sind auch die, die dann lieber mal den Stream schnell anschmeißen, weil sie zu faul sind zum Regal stehen. Genau, die sind das. Hauptsache, ich habe was im Regal stehen, was wie ein Buch aussieht, weil lesen kann ich eigentlich eh nicht. Ja, aber du hast den ja auch und den kann ich dir auch empfehlen zu gucken. Der wird demnächst geguckt. Ja, frei ab 18. Also shoot 'em up. Ziemlich viel geballert, muss ich schon sagen. Olli, der Stapel wird langsam hier. Das Rohr neigt sich gen Süden. Oder wie heißt es bei euch? Ja, dann packen wir hier weiter. Oder? Wir packen noch ein bisschen. Ein bisschen machen wir hier noch. Ein paar haben wir noch hier. Ein paar kriegen wir noch. Gleich sind die Regale leer bei Oliver. Ja. Beim Oliver. Da steht noch ein bisschen. Es steht noch. Unter anderem steht hier auch das. Verfluchtes Abseiter. Ja, mein Gott, den hatte ich doch gerade erst geguckt. Ja, den hattest du besprochen in deinem neuesten Video. In meinem Video. Letzte Woche. Oder letzte Woche. Letzte Woche Sonntag. Verfluchtes Amsterdam. Wir haben darüber auch schon mal geredet. Selbe Edition, wie ich sie habe. Ja. Niederländischer, guter, richtig guter Serienkiller, Thriller. Ja, ist er. Ja, muss ich sagen. Tolle Atmosphäre. Europäer kriegen es manchmal tatsächlich hin. Fein dosierte Action-Szenen dabei, netter Thrill, toller Serienkiller. Niederländer halt. Wie Flodders und. Hubstapel. Oder wie heißt der denn? Ich wusste es ja letztes Mal nicht. Wie nennst du es? Hubstapel oder Hubstapel? Hubstevens. Hubstevens? Ja, das war ja der Trainer, ne? Das ist der Trainer. Erik Fisser. Na. Ja, der jagt den Mörder. Hier, den Serienkiller. Ja. Ja, absoluter Top-Thriller, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, mag auch, also wirklich, ist ein guter Film. Den hast du auch vom Flohmarkt, glaube ich, letztes Mal mitgenommen. Ja, ne? Genau. 1 Euro oder wie viel? Wie immer. Wie immer, 1 Euro. Also die meisten nehmen wir gar nicht mehr als 1 Euro. Nee, die wollen den Scheiß ja auch nur loswerden. Ja. Ich kann es nur euch sagen, jeder, der jetzt noch anfangen will, Filme zu sammeln, der kann jetzt anfangen, weil günstiger kriegt ihr das nicht. Ich habe ja letztens von so einer Eulen da, die hatte ja, was war, glaube ich, New York Ripper war das. Ja. Und auch was die hat, wusste ich, sag auch, 3 Filme habe ich von der genommen. Mhm. Sie sagt ja 3 Euro. Sie sagt mehr nicht. Mir war das schon peinlich. Nö, ist doch gut alles. Ich sage, ja, ich weiß, wie viel sie ungefähr wert sind. Darum. Ja. Ja, nun, 3 Euro. Gesagt, 3 Euro. Weg damit. Ich muss da ein Kerzengesteck hinstellen, ist bald Advent. Ja. Ja, aber das sind mir auch die liebsten Verkäufer. So absolut. Die privat, die dann doch. Aber man findet, ich war gestern auf dem Flohmarkt, wie gesagt. Mal so, mal so. Ja, aber es wird immer schwerer, wirklich das zu finden, was man sucht. Natürlich.
Deswegen suche ich Schaltplatten, das ist immer dasselbe da. Ich suche ja auch nichts Spezielles mehr. Also ich lasse mich dann eher überraschen von dem, was mir über den Weg läuft. Ja, Schallplatten, wie du schon sagst, es sind immer die gleichen. Die Top 20 1981. Ja, 1970er meistens ja sogar. Ja. Weihnachtsplatten, ja. Europaplatten, Arcade 20 Top-Hits, K-Tel 20 Top-Hits. Ja. Und so ist das mit dem Film auch inzwischen. Wenn ich schon sehe, da steht so eine Kiste, es geht jetzt los, Harry Potter, Fluch der Karibik, dann weiß ich schon, als nächstes kommt Coco Vell. Ja. Oder zwei Ohrhasen. Ja. Oder Dreilochstuben. Nee, wie, keine Ahnung. Ja, oder irgendwie sowas. Und so frisst sich das so durch. Wirklich durch diese typischen Filme. Und die findest du bei jedem Stand. Bei jedem Stand immer die gleichen Filme. Ich kann es nur unterschreiben. Ich war mit Olli auch ein paar Mal auf dem Flohmarkt Anfang des Jahres. Jetzt da Mai, Juni, April. Und es sind immer die gleichen Filme. Das sind einfach ja Leute, die sich immer diesen Mainstream-Kram holen. Ja, das so. Viel von diesem deutschen Kram bei. Unlustigen Komödien dabei. Und das Gute ist ja, dass die jetzt alle gewechselt sind zum Streaming. Ja. Weil die können ja ihren Quark auch da gucken. Oh Gott, Quark, jetzt habe ich wieder Quark gesagt. Habe ich wieder was Falsches gesagt. Ja. Da wurde ich letztes Mal auch schon wieder in einem Kommentar gemaßregelt. Wie kann ich immer zu neuen Filmen sagen, das ist Quark? Nicht alles. Tut mir leid. Nicht alles ist natürlich Quark. Aber 95% ist Quark. Heutzutage. Wie kannst du das sagen? Wie kann ich das so sagen? Ja. Wie nur? Hast ja gehört, wie. So. Ja. Hast du noch was zu sagen, Olli? Ja, zu Verfluchtes Amsterdam. Den findet man auch nicht so oft auf dem Flohmarkt. Nee. Den hab ich. Woher hab ich den? Hab ich das gesagt? Auch aus dem Mystery. Mystery Unboxing. Ja, natürlich. Natürlich. So, ich leg die mal rüber. Ja. Sonst fällt so ein Schatten auf uns. Schlaue Idee. Der Schatten würde uns verdecken bald. Ja, dann gehe ich mal wieder hier drüben hin. Und zwar hier. Zu ihm hier. Ja. Ja. Also Indiana Jones haben wir nur auch zur Genüge besprochen hier, oder Olli? Ja? Auch, ja. Dann kannst du ihn mal wieder einsortieren nachher. Nehme ich mal an. Oh, nehmen wir den hier. Der Hexer. Das ist ein Geschenk. Der Hexer? Den kenne ich tatsächlich nur von Alec Wallace, wollte ich schon. Das ist ja eine Videospielverfilmung hier. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich auch nicht. Halte ich mich raus? Olli redet. Ja, ich kenne den auch nicht, habe den nicht gesehen. Hat meine Freundin von der Arbeit mitgebracht. Ja. Eine Arbeitskollegin von ihr hat ihr den gegeben. Sie soll mir den geben, weil sie auch unsere Videos geguckt hat, die Arbeitskollegin. Erstklassige Fantasy, die auf einer Bestseller-Romanreihe. Ja, aber es gibt basiert. Ja auch dieses Videospiel, The Witcher, gibt es ja auch schon mehrere Teile. Okay, okay. Wie gesagt, ich habe ihn bisher nicht geguckt. Ja. Auch, weil er mich nicht so doll interessierte bis jetzt. Ja. Kann vielleicht noch kommen, aber ich sag mal, muss er auch nicht kommen. Also, nee. Kann nicht versichern, dass ich den mal irgendwann gucken werde. Okay. Ja, Mensch. Das war doch mal wieder das war was. Hinten drauf ist auch Jar Jar Binks, der gerade ein bisschen auf Droge ist. Scheinbar. So, und dann haben wir hier noch, es wurde sogar gewendet, das Wendecover. Ja, das war ich, glaube ich, sogar selber. Ach, das war Olli selber. Ja, weil das mache ich immer, egal ob ich die Filme nun guck. Aber so Edgar Wallace, wenn wir schon beim Thema sind hier, der Hexer, so Edgar, hast du auch Edgar Wallace Filme in der Sammlung? Nicht. Hast du auch nicht, ne? Ich nämlich auch gar nicht. Haben auch mal ganz viele gesagt, was? Du hast keine Edgar Wallace-Filme in der Sammlung. Und, welche ich oft sehe auf dem Flohmarkt, ist Der Wichser zum Beispiel. Der Wichser ist oft da. Ja. Das sehe ich auch oft, dieser Deutsche. Ne? Oder die Rückkehr vom... Ist ja mit Kalkofe. Ja. Nee, nicht mit Kalkofe. Natürlich. Ja, aber wer spielt da noch die Hauptrolle? Dieser... Kalkofe? Nee. Ist nicht Kalkofe. Wie heißt der denn noch? Das ist auch so ein Lexikon, der weiß alles über Walt Disney. Walt Disney? Ja, über. Wie heißt er noch? Edgar Wallace. Doch, mir liegt sogar auf der Zunge der Name, ey. Och Mensch. Vielleicht fällt es mir noch ein. Bestimmt. Aber ihr wisst sogar sowieso schon, wen ich meine. Ja. Auch ein Moderator bei RTL und so. Hat auch viel so eine Comedy-Shows gemacht. Pastewka! Ja, da Bastian, haben aber doch Dings auch hier.
Ist auch dabei. Ja, aber Bastian das Pastewka... Das ist doch der Kalkofe spielt doch den Kommissar und Pastewka ist doch sein Adjutant, oder ja, nicht? Aber Pastewka spielt, von dem kommen ja die Filme. Der hat die gemacht. Also er ist da auch gleichzeitig Produzent. Und der hat ein Mordswissen über Edgar Wallace. Der weiß alles. Den kannst du jede Frage stellen. Ja. Der sagt dir, welches Jahr Hauptdarsteller dies, bla, bla, okay. Beleuchtungsmeister. Gut. Immer weiter. Ich geh nochmal hin. Und dann haben wir The Thing. Oh. Das Ding. Saschas Lieblingsfilm. Ach, das ist doch ja. Das Prequel. Ja. Das neue. Ja. Nicht das von Carpenter, nee. Sondern das, was davor spielt. Ja. Aber viel später gedreht wurde. Ja, so sieht's aus. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Hüstel. Ich habe versucht, das ist so ein Ding, was ich versucht habe, mir schön zu schauen. Schön zu gucken. Ja. Weil viele immer gesagt haben, ja, der kriegt das richtig gut hin und der hat auch die Atmosphäre von Carpenters, das Ding. Ja. Hab dann geguckt, den Film, er hatte die Atmosphäre gar nicht. Und tatsächlich waren einige Szenen und haben das nicht erklärt. Ad absurdum geführt, teilweise sogar. Es war nicht so, wie es in Carpenters Ding fortgeführt wurde. Und da war ich schon wieder enttäuscht, habe den dann nochmal geguckt, weil ich ihn schön gucken wollte. Weil ich ihn gut finden wollte. Wurde nix. Ja. Olli. Ja, sehe ich genauso. Also, diese Atmosphäre aus Carpenter, das bringt ja niemals auf. Nee. Dann natürlich in der Hauptrolle schon wieder eine Frau? Ja. Was ja nicht schlimm ist, Olli. Nee, eben. Das ist ja, man muss ja auch mal andere Wege gehen. Gerade in der Antarktis oder Arktis. Und ich finde das auch, also, wo in Carpenters Film. Da sieht das aus, als wenn das da wirklich schon Jahrtausende begraben genau, war. Genau. Ja, aber in dem Film starten sie das ja am Ende. Da startet ja dieses ganze Ufer. Ja, da musste man damit wieder mit so einem Kokolores anfangen. Das ist wieder das, was ich meine. Da wird wieder etwas eingefügt, was keinen Sinn ergibt. Ja, eben. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, einmal gesehen, zweimal... Nee, einmal. Filme, die die Welt nicht braucht. Ja. Aus der Kategorie ist das wieder. Ja, genau. Filme, man hat versucht, das auch gut darzustellen, alles. Ja. Mit dem Hubschrauber, mit den Opfern da, die auch... Ja. Dieser zerschmolzene Kopf. Ja. Das alles. Das hat man versucht, alles zu erklären. Eben. Das hätte ja nun nicht sein müssen. Was? Und wie gesagt, Atmosphäre absolut nicht so wie bei... Genau, deswegen schreibt die Bildzeitung auch hinten drauf, atmosphärischer Science-Fiction-Horror-Schocker, weil er nicht die Atmosphäre hat. Und wie vorne schon drauf steht, von den Machern von Dawn of the Dead. Ja. Also dem Remake. Dem Remake natürlich, wo die Zombies laufen. Eben. Nee, muss nicht sein, kann ich auch nicht empfehlen. Nicht unbedingt. Ja Mensch, wir haben ja hier schon, wie viele Filme haben wir denn schon durch? Oh, das ist ein ordentlicher Stapel hier. 20, 25. Ja, ein bisschen machen wir noch. Ja. Die Regale sind auch lange noch nicht leer hier bei Olli. Aber sie neigen sich mittlerweile nach Süden. Nehmen wir mal einen größeren jetzt wieder hier. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Sean Connery. Ja. Olli. Ja. Flohmarkt von. Ja. Habe ich sogar im Kino gesehen. Echt? Mhm. Ach nee. Ja doch. Connery hier schon mit anderer Stimme. Andere Synchronstimme. Nicht mehr Gerd Günther Hoffmann. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich meine, der Film, der geht auch. Den kann man mal gucken, aber ist jetzt auch für mich nichts Besonderes in dem Sinn. Tatsächlich erinnert der mich vom Look her so ein bisschen an die Underworld-Filme, aber auch an dieses Van Helsing mit Hugh Jackman, glaube ich, so. Genau. In der Zeit ist das auch entstanden irgendwie. Zeit. War alles so die gleiche Zeit. Ganz genau so sieht's aus. Ja, ich sag mal, ist spaßig gemacht und alles, aber... Bleibt nicht lange im Kopf, oder? Nee, irgendwie nicht. Vor allen Dingen, weil da auch viele sogenannte Helden mitspielen. Die man so nicht... Die mir persönlich gar nicht sagen. Natürlich kenne ich da hier Billy the Kid und... Ist er nicht Quatermain? Er ist Quatermain, genau. Ja, ne? Dann gibt's noch den anderen, der sein Bild nicht sehen kann da. Der Unsichtbare? Nee, der sein Bild nicht sehen kann. Dracula? Nee, auch nicht. Wie heißt denn der? Auch einen bekannten Namen. Der bildlose John. Wenn er sein Bild sieht, dann altert er und das Bild wird jünger. Dorian Gray? Dorian Gray, genau, da haben wir ihn.
sagt mir jetzt auch nicht so viel. Oder ja, Dracula selber spielt ja gar nicht mit. Das ist ja ein weiblicher Vampir in diesem Sinne. Draculine. Zum Beispiel. Und der Hulk spielt mit noch. Ja, und natürlich hier Dings, ne? Captain Mabuse, wollte ich schon sagen. Ja, ich sei der noch nie du Muck. Der hier von der Dings hier. 20.000 ja. Meilen. Ja, Nautilus. Genau, der kommt. Nemo! Der Captain Nemo? Heißt der so? Ja, der heißt Nemo und kommt mit der Nautilus. Ist das wirklich so? Ja. Manchmal bin ich mal ein bisschen durcheinander, weil ja Nemo auch dieser Fisch ist. Nee. Findet Nemo. Das ist der. Ist er, ne? Mit Kapitän Nemo, ne? Ja, mit der Nautilus. Genau. Gemerkt nochmal. Ja, ja, ja. Von der Nautilus aus. Ja. 20.000 Meilen. Ja, genau. Ja. Ja, und die kämpfen da irgendwie dann gegen Deutsche natürlich. Natürlich, gegen wen auch sonst. Alles fiktiv, spielt noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Mit viel seltsamen Effekten, glaube ich. Ja, auch, ne? Natürlich sind ja auch alles irgendwelche. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Ja, ist auch schon ein bisschen her. Ein paar Jahre her. Ja. Aber Empfehlung, so wenn du sagen müsstest, so Schulnote oder so? Oder Punkte? Nach 10 Kaffeebohnen? Ja. Ah, 6. Knapp über Durchschnitt. Ja. Ja. Okay. Gut. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Aber spielt ja auch, wie du sagst, eine Frau mit. Also ist der Titel ja schon wieder irreführend. Wo ist denn die Lady? Zu der Zeit wurde das noch nicht bedacht. Wird Zeit für ein Reboot. Der Gentleman Sternchen innen. Gentleman innen. Heute gehen wir mal ganz hier drüben hin. Da haben wir ihn. Dracula jagt Minimädchen. Hatten wir den nicht auch erst? Kürzlich erst gehabt in der Hammer-Challenge. Ja, dann nehmen wir den mal weg. Den hatten wir erst in der Hammer-Challenge. In der Sommer-Challenge. Genau, die Summer-Challenge. Zeig mir, wo der Hammer hängt. Genau. Zeig mir, wo der Hammer hängt. Ja, darüber müssen wir reden. Den hatten wir auch schon, ne? Den hatten wir auch schon. Ja. Hasch mich, ich bin der Mörder. Wollen wir drüber reden? Louis de Funès? Ja, ich meine... Da muss man nicht viel zu sagen, nee, oder? Für mich persönlich sein Bester sowieso. Sein Bester, absolut. Weil der auch befreit ist, na, ich komme mal rüber, weil der auch befreit ist von jeglichem kindischen Humor. Tatsächlich finde ich es ja gerade so in den Gendarmenfilmen oft so, dass dann doch noch immer so ein kindischer Humor mit reinspielt. Ich finde hier, der hat ja auch so einen ernsten Unterton. Ja. Ich meine, er bringt ja wirklich einen Typen um. Genau. Als Autor für Theaterstücke. Ja. Weil er ja irgendwie erpresst wurde, er will nicht mehr zahlen und denkt jetzt, der Typ kommt nochmal zum Abkassieren, wirft die Kanone nur so hin und es entspinnt sich dann in nur einem Raum oder einem Haus irgendwie. Ja, das finde ich ja auch gut, dass der nur in diesem Haus spielt, ne? Außer am Ende vielleicht nochmal kurz. Ja, kurz wurde der Campingplatz da am Ende, ja. Und natürlich auch hier, ne? Der Kommissar. Also das ist ein grandioses Gegenstück zu Louis de Funès. Ja. Ich mag den Film einfach. Ich mag den Film einfach. Kann man auch immer wieder gucken. Absoluter Klassiker. Natürlich hier eine tolle Edition von den Filmjuwelen. Da sind dann ja auch immer so eine Booklets bei. Ja. Der Film heißt ja im Original Joe, wie der Typ, der ihn erpresst. Mhm. Hammer. Mit dem Pavillon. Ich weiß, da hat sich schon unser Vater totgelacht früher, als das Ding lief irgendwie. Ja. Mit der Leiche, die verschwunden versteckt werden muss unterm Pavillon was ist das Film hier in diesem Hammer. Ganz hinten die letzte Seite. Nein, doch. Oh. Hier. Ach da, ja genau. Ja. Die wird dann ja hier die Leiche einbetoniert. Oh, der Arm ausklappt. Genau, mit dem Duschvorhang. Ja. Hammer. Toll. Also wirklich, und auch die Gags sind so geil. Toller Film. Wo er immer wieder am Sofa neben ihm sitzt und immer hochguckt und dann setzt er sich extra auf den Kissen und guckt immer noch hoch. Ja, das sehe ich ja. Oder wie er rückwärts wieder die Treppe hochrutscht. Wie macht er das bloß? Ja, sehr schön. Toller Film. So, Olli, ich würde sagen, wir machen noch zwei. Zwei Stück machen wir noch. Ja, machen wir noch zwei hier. Nee, eben war ich ja da, ne? Ja. Du hast wieder einzuräumen nachher. Das ist ja aber immer das Schönste, ne? Macht er heute nicht mehr. Wall Street. Michael Douglas. Ja. Sehr geiler. Der erste, oder? Ja. Gecko? Die Gecko-Brüder.
Da haben wir sie wieder. Das sind ja die aus From Dusk Till Dawn. Genau. Aber er ist ja auch Gecko. Er ist ein Gecko. Oliver Stone, Börsenthriller. Bud Fox. Das ist Charlie Sheen natürlich. Wie heißt er denn? Gecko. Norman. Gordon. Gordon. Gordon Gecko. Gordon Gecko. Ja. GG. Damals gesehen im Kino bestimmt. Ja. Wall Street. Ja. Ja, der ist auch sehr geil. So kriegt man mal so einen Einblick in diese ganzen Börsenwelt, ja, was da eigentlich läuft. Genau. Wieder beschissen werden, betrogen werden und alles sich nur reiner Kapitalismus. Es zählt nur das, ja, der Gewinn, das Geld. Keine Gefühle. Ja, ne? Die Macher, die Leute, die nicht mehr so gut sind, die werden auch einfach nur noch. Ja. Fertig gemacht. Ja. Die Großen fressen die Kleinen. Genau. Er kommt dann, glaube ich, auch im Knast am Ende vom Film, ne? Ja. Und dann gibt es ja noch Teil 2. Hast du den auch in der Sammlung? Nee, den habe ich nicht. Aber ich habe den mal gesehen. Der wurde ja damals ähnlich gut aufgenommen wie heutzutage Top Gun Maverick. Ja, ja. So. Ich habe den auch gesehen. Wo es auch hieß, der ist auch der im Original. Der hat auch Charlie Sheen nur einen kleinen Nebenauftritt. Ja. Also der spielt ja gar nicht mehr lange mit. Ja. So, und Gecko tut so, als wenn er sich gerade noch an ihn erinnern kann. An das. Ach so. Und dann so, ja, gehen sie weiter. Ach so, ja. War eher eine Nebenrolle in seinem Leben. Ja, ja. Gecko. Genau, also nee, Wall Street, ja, habe ich den zweiten Teil. Da muss ich jetzt direkt mal gucken. Olli steht mal eben auf, ob er den zweiten hat. Meine Knochen. Seine Knochen wieder. Ja, er geht. Das war sein Schatten, das war nicht King Kong, das war Olli. Der mich verdunkelt hat. Ja, was haben wir denn hier drauf? Haben wir hier irgendwas drauf am Bonusmaterial? Gar doch, Audiokommentar mit Oliver Stone. Einführung von Oliver Stone. Dokumentation Gier ist gut. Geld schläft nie. Making of Wall Street. Also es ist eine ganze Menge drauf an Extras. Und das auf einer Blu-ray, wo man ja eigentlich mal sagt, Blu-rays werden stiefmütterlicher behandelt als DVDs früher, was die Extras angeht. Aber hier funktioniert das eigentlich noch recht gut scheinbar. Bist du eingeschlafen oder gibt's dich noch? Nee, ja, nee, den zweiten habe ich gar nicht. Hat er nicht. Ich habe nur den anderen noch hier mit. Leonardo DiCaprio. King Kong kommt wieder. Leonardo? DiCaprio, Wolf of Wall Street. Ach, den hast du mir den mal... Nee, du warst es nicht, ne? Nee, nee, der war nicht dabei. Nee, der Mann, der niemals, den es niemals gab, oder wie heißt der, den du mir geschenkt hast, oder Blood Diamond? Blood Diamond. Ja, und ich würde sagen, letzter Film für heute. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch und das wird jetzt ein echter Brüller. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich auch, Leute. Und wenn es ein echter Brüller werden soll, lieber da oder da? Wo sind die Brüller? Wo ist das Brüllerregal? Das ist, überall sind Brüller. Nur überall. Das hast du mal daneben gegriffen. Ja, fasse ich jetzt mal richtig rein hier und hol den raus. Der Mann mit den Röntgenaugen. Ja, geil, das, ja? Sci-Fi-Film. Ray Milland. 60er Jahre, lief unter anderem auch damals im ersten immer in der Sci-Fi-Serie. War das so die Zeit auch, die unglaubliche Schrumpfung des Mr. C? Zum Beispiel, und, ja, ja, so dieses Ganze. Ja. Ja. Meta Luna 4 antwortet nicht. Die Science-Fiction-Reihe in, ja, ARD. Genau. Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja, Olli, da war ich 4, deswegen kann ich mich nicht mehr, ja, so richtig dran und erinnern. Da lief auch der und ein Riss in der Welt und der Tag, an dem die Erde stillstand, Kampf der Welten. Und da war das auch mit drin. Formicula, Tarantula. Ja. Und so weiter. Und da gab es auch der Mann mit den Röntgenaugen, der ist, glaube ich, von 69. Ja. So ein Typ, der sich immer mehr so ein Serum spritzt, weil er alles sieht. Und sehr geil. Allein schon das Cover hier vorne mit den Skeletten. Ja. Sehr, sehr geil. Und zum Schluss reißt er sich die, glaube ich, raus. Die Augen? Ja. Ich guck gerade mal. Steht nichts drauf von wegen Jahr. 69. Ja. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher. Einer der ersten Filme im spektakulären Spektrama-Verfahren. Olli, was ist das Spektrama-Verfahren? Ja, wahrscheinlich so diese Farben da oder keine, ja, Ahnung. Spektrum. Farbspektrum. Ja, weil da auch einiges komisch aussieht, wie er denn das sieht, die Dinger. Ja. So, ne? Sehr geil. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, den Film. Ja. Ne? Tipp mal wieder. Tipp. Ich meine, wir haben vorhin angefangen mit einem Tipp, den du mir gegeben hast, mit diesem Karate. Ja, Tanz des Drachen. Tanz des Drachen. Und wir hören heute mit einem weiteren Tipp von Olli auf, der Mann mit den Röntgenaugen. Genau.
Schöner Sci-Fi, also er ist selber entwickelt da so ein Serum. Ja. Arbeitet. Er sieht ja selber auch ein bisschen unheimlich aus, muss ich sagen, hinten drauf mit diesen Augen, mit dieser starren... Ja, aber die Augen werden, je mehr er davon nimmt, ne, umso komischer werden dann die Augen. Okay, sehr cool. Ja. Sehr geil, Wendecover hast gewendet. Ray Milland, ist das nicht auch der aus... Ist das nicht hier der hier Richter... Richter gnadenlos. Ja? Oder wer? Weiß ich auch nicht. Ist das nicht ein Richter hier aus Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff? Richter Hartung? Ja? Weiß in Jung? Woher kenne ich den in Ray Millis? Oder ist das aus irgendeinem Hitchcock-Film? Der hat bestimmt viele. Hat er nicht mitgespielt in Fantastische Reise? Kann ich nicht sagen. Ja? Ja, gut. Toller Film, bestimmt. Auf alle Fälle ein Film, der Leute, die auf alten Sci-Fi stehen. Ja. Kann ich das nur empfehlen. Ja, Olli. Jo. Tolle Filme besprochen heute. Ordentliche Masse gewesen. Ja, viele Filme, wenig Infos, aber... Das ist egal. Es geht ja um den Spaß, den wir haben. Und auch die Zuschauer vor allen Dingen. Ja. Und innen natürlich. Ja. Zuschauer, Pünktchen, innen. Genau. Wir hoffen natürlich, es hat euch wie immer gefallen hier. Jo. Und wir gucken mal, was wir als nächstes angehen. Ich hätte ja mal wieder Bock auf eine kleine Challenge. Challenge wäre auch nicht schlecht. Ich habe übrigens eine Idee für eine neue Challenge. Die würde ich dir nachher mal per WhatsApp sagen, damit die nicht wissen, worum es geht. Ja, okay. Noch nicht. Alles klar. Ja? Dann würde ich sagen, machen wir erst eine neue Challenge, bevor wir 1985... Und dann geht es ins Jahr 1985. Ja. Besten 10 erfolgreichsten Filme. Ja. Wir haben ja immer irgendwelche Formate, kann ich nur sagen. Ja. Ja. Es trat auch ein Zuschauer den Wunsch los, dass wir die 70er, glaube ich, machen sollten noch. Was das angeht, die 10 erfolgreichsten Filme. Tatsächlich habe ich mir diese Listen mal angeguckt und ich glaube, da können Olli und ich gar nicht so viel zu sagen, weil da in Deutschland ganz oft sowas drin war wie Schulmädchenreport und. Ja. Müssen wir mal gucken. Stimmt, diese ganzen. Diese ganzen Hobbelpornos. Hausfrauenreport. Diese Erotik. Das ging ja von. Komödchen. Ja. Was auch immer das war. Ich weiß es nicht. Wie nannte man das Genre damals? Schmuddelfilmchen. Nee, ich würde auch sagen, das Challenge ist schon wieder ganz geil. Ja. Aber wie gesagt, die 80er machen wir auch voll. Ja, und dann kommen irgendwann Ollis Top 100. Ja. Die hat er ja fertig, hat er mir erzählt. Ja, aber die haben sich auch schon wieder geändert. Ja, fängst du nochmal von vorne an. Ja, nicht von vorne, aber einiges muss da dann doch verschoben werden. Ja. Gut, Olli. Ja. Sehr schön. Ja, gut, du kannst mir ja dann Infos zukommen lassen. Ja, die lasse ich dir zukommen später. Dann arbeiten wir was aus. Wir arbeiten was aus? Ja. Das war's für heute, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag ciao und schau Filme. Wie immer. Tschüss. Ciao.